Hallihallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video mit eurem Chronostaff. Heute mal wieder einer der beliebten Rundgänge. Und ihr seht schon, wir werden uns heute mal die Titania zur Brust nehmen. Und zwar die neueste Version, die ich vor kurzem erst an die Öffentlichkeit gebracht habe. Bevor ich jetzt hier anfange, näher auf das Schiff direkt einzugehen und auf die baulichen Elemente, würde ich vielleicht erst noch mal einen kurzen Überblick geben, wie es der Titania eigentlich in den vergangenen Jahren so ergangen ist. Ihr wisst ja, 2013 kam die raus, damals noch mit 4 Schornsteinen. Sie sollte eigentlich so eine Art Titanic 2 werden. Und wurde von mir aber dann irgendwann natürlich auch mal ein bisschen geupdatet, was man eben so Update nennt. Damals war der Status halt so der Baustatus oder beziehungsweise der Baustandard noch etwas geringer. Und dann habe ich das Ding eben Majestic genannt und hatte dann auch Imperator-Interieur verbaut, und zwar von Pizzas Imperator. Der hatte seinen Imperator ja nie fertig gemacht. Wir hatten aber trotzdem natürlich schon Interieurskonzepte und so weiter. Und von daher habe ich mich da dann bedient. Hat auch ganz gut gepasst. Und wenig später habe ich dann das nochmal geupdatet, weil ja die LPH Majestic irgendwann rauskommen sollte, also die Imperator-Klasse Majestic. Kam ja auch letztendlich. Und dann konnte das Ding natürlich nicht mehr Majestic heißen, also habe ich es nochmal geupdatet. Hat dann quasi neue Hexaufbauten bekommen, genauso wie ein ganz neues Heck, einen ganz neuen Bug. Und letztendlich habe ich es dann auch umbenannt in Megantic. Und die Megantic war jetzt auch aktuell einige Jahre, ich glaube vom Jahre 2015 ab bis 2018. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, jetzt muss ich mir meine Schiffe, die ich bisher gebaut habe, mal angucken und muss mal ein Modernisierungsprogramm ins Leben rufen. Das hatte ich ja auch schon in einem vorangegangenen Video angekündigt, dass ich wohl einige Schiffe mal modernisieren muss oder weghauen muss. Natürlich wird es wieder Nacht, wenn ich hier was zeigen will. Und ich habe mich eben dazu entschieden, die Titania zu behalten, weil sie eben ein sehr ikonisches Schiff für meinen Kanal ist. Und ja, ich meine, die meisten kennen sie ja auch aus Pizzas Titania-Film. Ich meine, wir haben all diesen Film genossen. Und sonst kennen sie die Leute halt auch aus dem Story of the Titania Video etc. pp. Also es war eigentlich auch eine der ersten richtigen Eigenkonstruktionen von mir. Ich hatte zwar vorher schon die Hosen, die bei 2 und die da Krisch und auch Titanic 2 und Olympic 2 und solche Sachen. Aber das war alles so Simon Titanic Baustandard. Das war relativ klein, keine Doppeldecken. Naja, es war eher, es waren so Übungsschiffe, kann man sagen. So ein Grundkonzept hat gestimmt, aber der Rest, naja. Und das war so richtig das erste Schiff im Lucas Titanic Zeitalter, das dann auch richtig groß war, über alle möglichen Merkmale verfügte, Doppeldecken etc. Und letztendlich die Eigenkonstruktion schlechthin, die manchen von euch auch schon stimmt zu den Ohren raushing. Gab ja auch Schwesternschiffe wie die Aida Pizza und die Aida Susanne, die ich neulich auch verscherbelt habe an Leute. Ja, die Susanne war später dann ja auch noch die Kap der guten Hoffnung. Und war eigentlich kurz vorm Wegwerfen, aber jetzt habe ich das dann nochmal anderen Leuten gegeben, die vielleicht noch was mit dem Schiff anfangen können. Und ich habe halt aus dieser Klasse einzig und allein dieses Schiff hier behalten, die Titania. Dachte mir einfach, das wäre jetzt schade, wenn wir die einfach wegwerfen, weil es ja einfach ein Stück Chronostaff ist, wenn wir mal ehrlich sind. Gut, soviel mal zur Geschichte und auch zum Update-Programm. Ich werde natürlich in Zukunft auch noch Entscheidungen treffen müssen, mal ein paar Schiffe zu updaten, aber ich denke mal, das wird bestimmt alles seine Wege gehen. Gut, ihr seht schon, ich habe ein bisschen was modernisiert. Hier oben haben wir nur noch einen Schornstein, was natürlich den Vorteil mir verschafft hat, dass ich mehr Sonnenfläche habe. Also war überall mal, wo ihr auch diese kleinen Aufbauten seht, das sind jetzt alles so eine Art Lüftungsschächte. Hier zum Beispiel haben wir so einen Lüftungsschacht, da war mal ein Schornstein. Dann haben wir hier nochmal Lüftungsschächte, da noch ein Schornstein gewesen. Hier war auch noch ein Schornstein. Ja, und den ja, haben wir behalten, aber das ist halt neuer. Und zwar ist der an die Queen Elizabeth II etwas angelehnt, weil das Schiff ja auch so ein bisschen auf dieses Zeitalter machen soll. Wobei es natürlich an manchen Stellen immer noch ziemlich klassisch ist. Ihr seht, hinten ist was dazugekommen. Die Megantic hatte schon diese Überdachung mit dieser großen Kuppel hier. Das ist nicht neu. Aber das hier ist neu. Da gab es eine längere Überdachung nochmal, da gab es mehr Material, wo man nochmal einen richtig großen Pool auch mit Jacuzzi-Einlassungen installieren konnte. Gut, der Hubschrauberlandeplatz, der ist immer noch da, wo er sonst auch immer war. Das ist jetzt nicht unbedingt neu. Also ihr seht schon, vom Topdeck her können wir vielleicht nochmal durchgehen.
sind ein paar Sachen eben gelaufen. Hier oben haben wir immer noch die Aussichtsplattform mit diesen, ne, das sind halt solche Teleskope. Teleskope, wo du eine Münze reinwirfst und dann kannst du in die Gegend gucken. Beziehungsweise hier würde man wahrscheinlich keine Münzautomaten verwenden. Das sind halt Teleskope, wo du so einfach durchgucken kannst. So, und drunter haben wir halt einen Aufzugsmotor, ist ja logisch. Ist ein Aufzug drunter. Gut. Dann haben wir hier eine private Zone für die Crew, die können sich hier auch mal sonnen. Auf der Queen Mary 2 haben sie sowas auch, also auch die Queen Mary 2 hat hier vielleicht ein bisschen mit reingespielt. Dann haben wir auch noch Skylights letztendlich für Räumlichkeiten, die später kommen. Radarkugeln sind natürlich wichtig, dann hier die ersten Sonnenbereiche. Auch hier habe ich natürlich großzügig auch nochmal erweitert, was den Bereich betrifft, damit man oben möglichst viel Platz hat zum Rumflanieren und Rumliegen. Auch mit Deckspielen teilweise, wie man hier sieht. Wir können ja mal kurz auch in so einen Lüftungsschacht reingucken. Das ist halt, ja, geht halt ziemlich tief runter. Auch teilweise noch mit Hoists, also mit so kleinen Lastenaufzügen, die dann eine Pantry mit irgendwas anderem, mit einer Küche oder sowas verbinden. Habe ich alles versucht zu nutzen. Dann haben wir hier den Standardpool, den gab es schon vorher, der wurde etwas erweitert. Der ist jetzt etwas länger, damit man hier auch mal gescheit schwimmen kann. Und die Pools waren ja früher auch immer aus Diamantblöcken, die habe ich jetzt alle aus diesen neueren Prismarinblöcken gemacht. Also das Ding ist halt top Standard 1.12. Dann wieder Deckspiel hier. Hier haben wir auch nochmal einen Lüftungsschacht. Natürlich, wir können auch hier nochmal kurz reingucken. Der ist ein bisschen leerer. Ihr seht schon, da unten ist eine Lüftungsmaschine mit einem Rohr. Und hier ist dann auch noch so eine Treppe, wo man einfach hier oben mal eine Aussichtsplattform hat. Ähnlich wie die Kompassplattform auf der Titanic oder Olympic. Wobei die Kompassplattform ja nicht für die Leute gedacht war. So, nochmal ein paar Fernrohre. Auch dieses erhöhte Dach hier, sehr markant. Und die Hauptkuppel. Die Glaskuppel über der großen Lobby. Kommen wir später nochmal dazu. Und dieser nette Einfall, nämlich natürlich, wie es für moderne Schiffe so Standard ist, der Name muss natürlich irgendwo stehen und nachts angestrahlt werden. Titania. Ja, ich habe mich jetzt für diese kleinen Blöcke entschieden, weil in richtigen Blöcken wären die das ein bisschen zu groß geworden. Das ist ja doch ein ganz schöner Name. Das sind 7 Buchstaben und das sind richtigen Blöcken. Mein T und I kannst du in jedem Maßstab darstellen, aber A und N, da musst du eine bestimmte Größe wählen und das ist halt nicht so einfach, dann so ein riesen Name andeckt, das sieht nicht so gut aus. Das kann man bei der France machen, die ist wesentlich größer, aber nicht bei dem Schiff. So, hier auch nochmal ordentlich Platz, ne? Und was wir auf jeden Fall behalten haben, ist der sogenannte Lookout. Einfach der Platz über der Brücke, der ist erst mit der Megantic gekommen. Ich glaube, die Majestic hatte den noch nicht und die Titania auch nicht. Und ja, wo früher mal Dach war, ist halt jetzt wirklich Platz für die Passagiere zum Aussicht genießen. Zieht natürlich ein bisschen, wenn das Schiff hier volle Fahrt aufnimmt. Ursprünglich wurde die Titania als Oceanliner konstruiert, jetzt nur noch im Kreuzfahrtschiff-Service. Ja, und das würde dann wahrscheinlich auch irgendwo in der Karibik so rumkreuzen. Natürlich nicht auf Full Speed, sondern es würde halt langsamer fahren, sodass man hier oben nicht weggepustet wird. Aber sonst würde ich halt jetzt hier oben nicht unbedingt die beste Frisur tragen und nicht die größten Hüte. Zieht halt. Aber ich denke, das kann man verzeihen. So. Und natürlich auch neu dieser große Mast hier. Bisschen auch an moderneren Schiffen wie der France orientiert, mit dem großen Horn hier. Dann natürlich den Flaggen der New White Star Line. Und kann sein, dass es irgendwas mit Bermuda zu tun hat, ja. Also irgendwo, wo das Schiff auch registriert ist. Beziehungsweise, was heißt registriert? Nee, eher da, wo es hinfährt. Hier vorne ist die Flagge, wo es hinfährt. Und hinten ist ja die deutsche Flagge gewesen, habt ihr gesehen. In Hamburg registriert, wo es nicht nach Hamburg fährt, ja. Aber letztendlich egal. Ich bin ja selbst auch aus Deutschland, also von daher habe ich das einfach mal so gemacht. So ein paar Antennen und natürlich auch die Radarkugel hier nochmal auf den aktuellsten Stand gebracht. Innen ist auch nichts drin, da sieht man jetzt auch nicht viel, ist halt dunkel. Gut, nächstes Deck sehen wir schon. Das ist dann das Bootsdeck. Die Brücke wurde mal geupdatet. Wir sind jetzt gerade in GM3 unterwegs, ihr habt es auch bemerkt. Deshalb muss ich mal gucken, dass ich... Ja, das geht jetzt gerade schlecht, aber vielleicht sollte ich mich dann nochmal ausstatten, damit ich hier auch angemessen beleuchten kann, falls ich mal im dunkleren Bereich bin. Kann man das auch in GM3 noch nutzen? Nee, da kann man nicht mehr so hin und her scrollen, das ist natürlich blöd. Ja gut, jetzt behalten wir es erstmal für die Brücke. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ihr seht schon neue Bildschirme.
einfach mal top geupdatet, auch wie ich das halt auf anderen modernen Kreuzfahrtschiffen so gesehen habe, in diesem Fenster nach unten, wo man dann hier ganz genau nochmal den Schiffsrand sehen kann beim Einparken. Ja, und sonst diese Computer, die man hat, Weather Forecast, also Wetterbericht, dann natürlich die Geschwindigkeit, wohin es geht, GPS haben wir hier mit an Bord, natürlich einen klassischen Kartentisch auch nochmal. Ja, ne, und diese Notschalter hier, wasserdichte Türen, ein Telefon, ein Hauptalarm, Schotttafel. Ja, ich habe auch übrigens diese Schottleitung ausgebaut, die früher so noch hier drin gelegen hat. Das war ja auch das erste Schiff, das funktionierende Schotten hatte. Die funktionierenden Schotten machen wir heutzutage nicht mehr, weil wir sagen, ja, was soll das? Wir machen halt dafür Schotten, die gut aussehen. Wir sehen ja schon eine klare Sicht auf den mächtigen Bug. Und ja, als nächstes können wir dann gleich mal das Licht ausmachen, weil jetzt haben wir wieder gut Licht. Der Captain hat natürlich immer noch seine Kabine da, wo sie angestammt ist. Natürlich konnte ich die Schottleitung hier wegrationalisieren. Und wir haben hier auch schon wieder diverse Hintergrundgeräusche, wie ihr sicherlich bemerkt. Ich versuche das zu minimieren. Dann haben wir natürlich hier jetzt einen großzügigeren Bereich für den Kapitän. Also ein Sitting Room, dann hier nochmal einen weiteren Sitting Room, also großzügigen Wohnbereich. Ein Arbeitszimmer mit einem Schreibtisch. Genauso wie dann auch das Zimmer, was es vorher schon gab, dieses Schlafzimmer. Noch mit allem, was er halt so braucht. Und natürlich das private Bad, das etwas kleiner ausgefallen ist. Also ich habe versucht, hier auch wirklich jeden Raum zu modernisieren auf dem Schiff. Ihr werdet das merken, teilweise habe ich auch alles rausgerissen und neu eingerichtet. Das war nicht zu vermeiden. Der erste Offizier zum Beispiel, der wohnt auch ganz nett. Ne? Hat so ein bisschen Titanic-Style hat das noch. Das sollte ja auch an die Titanic angelehnt sein. Wir werden das an manchen Strukturen auch noch sehen. Und vor allem das Offiziershaus hier vorne ist halt richtig an die Titanic angelehnt. Und was haben wir hier? Bad, natürlich privates Bad. Erster Offizier wohnt nicht schlecht. Was haben wir hier sonst noch? Zweiter Offizier, ähnlich wie erster Offizier. Also die sind jetzt hier alle ähnlich. Dann haben wir hier noch den Chart und Navigation Room. Der hat hier vorne nicht mehr mit reingepasst, sonst hätte ich die Struktur kaputt machen müssen. Aber hier hinten reicht es ja auch noch. Das bisschen Weg kann man wohl zurücklegen. Und ja, ich denke, das ist klar. Dann muss ich jetzt nicht mehr erklären nach all der Zeit hier auf dem Kanal, was ein Chartroom ist. Dann haben wir hier nochmal einen dritten Offizier, also hier geht es immer weiter. Hier haben wir dann den fünften und sechsten Offizier, die sind dann zusammen, das kann man auch nochmal kurz zeigen. Und keine Stockbetten, sondern halt separate Betten. Die müssen sich aber auch schon Bad teilen und alles. Also Teamwork ist hier natürlich gefragt. Vierter Offizier hat nochmal eine eigene Bleibe. Und was haben wir hier drüben? Helmsman, also Steuerleute, haben eigene Berufsbezeichnung an Bord und haben auch so. Aha, ich verstehe. Haben auch natürlich die eigene Kabine hier, zwei Steuermänner. Dann natürlich nochmal den Pilot, also den Lotsen. Für den Lotsen habe ich auch eine Kabine. Ich sehe auch gerade ohne Licht. Sowas passiert leider auch mal, wenn man jetzt nicht gerade im Shader unterwegs ist. Normalerweise baue ich dann auch nicht im Shader, weil es laggt. Da würde ich mich bitten, einfach noch ein Licht einzubauen. Manchmal ist das einfach, wenn man auch vielleicht ein Licht in der Hand hat oder wenn man Licht von draußen hat, dann sieht man halt alles und dann ist man vielleicht noch einen kurzen Moment unkonzentriert und vergisst das Licht. Aber gut, der Pilot ist nicht an Bord gerade, der Pilot zumindest. Und von daher sagen wir einfach mal, das Licht ist aus. Gut, dann haben wir hier auch schon, ihr seht schon, Bootsdeck, die große Lobby. Es ist gerade Nacht, vielleicht können wir Tag machen. Dann kommt ein bisschen mehr Licht durch die Dachkuppel. Die dunkle Holztäfelung verschluckt natürlich vor allem im Shader gerne das Licht. Und diese Struktur haben wir auch auf der Kap der Guten Hoffnung, hat Marvin bei der Kap damals auch eingebaut, als er das Schiff kurz hatte, als Caribbean Princess, glaube ich. Und ja, ich habe das natürlich zuerst hier eingerichtet. Marvin hat das dann von mir übernommen. Und das habe ich natürlich so gelassen und dann nochmal geupdatet, also das Holz mal in eine Richtung ausgerichtet mit einem Befehl. Und hier den klassischen Titanic-Boden, also eigentlich den klassischen Titania-Boden eingerichtet wieder. Ich habe auch versucht, viele Räume hier Classic Titania zu machen, also wirklich auf die Titania zurückzugehen, Back to the Roots, auch Imperator-Interieur von der Majestic, also wirklich diese Version nochmal rauszuputzen und jetzt nicht irgendwas komplett Neues zu machen, sondern wirklich klassisch Titania beizubehalten. Auch diese Kuppel ist beibehalten worden, sehr bunt, auch diese Fenster hier, die irgendwas, ich glaube das ist ein Sonnenaufgang, die irgendwas darstellen sollen, haben wir alles beibehalten. Und ein bisschen verziert halt, ne? Habe ich auf der Titanic gelernt, warum nicht hier auch anwenden. So, dann haben wir auch, wir sehen schon hier außen ist dann Rettungsboote, klassisches Bootsdeck noch, wird man so heute selten vorfinden, außer man hat ein älteres Schiff.
Das Sports Center gibt es immer noch, also das Gymnasium, wenn es ist auf der Titanic, mit Gymnastikbällen und allem drum und dran. Na, auch diesen Muckimaschinen hier und was zum Hochklettern und Degen zum Fechten, Gymnastikmatten, Gewichtheben und wieder Muckimaschinen und Laufbänder natürlich. Und auch mal was zum Setzen und auch irgendwie Sonderequipment. Und die Fitnessbar ist dann direkt nebendran. Da habe ich dann ein bisschen den Raum erweitern müssen, damit ich oben noch die Leute gescheit hinlegen kann. Und den Raum habe ich dann genutzt und habe dann natürlich gleich eine Fitnessbar eingerichtet, wo man sich dann vom Fitnesscenter aus direkt hinbewegen kann, um irgendwelche Cocktails zu sich zu nehmen. Also Fruchtcocktails hauptsächlich, ne? Oder irgendwelche Eiweißdrinks oder Proteinshakes oder was weiß ich, was die aus seinem Fitnessstudio alles trinken. Gut, dann haben wir hier auch noch, ihr seht schon, Fenster zur Lounge. Dazu werden wir später kommen. Dann haben wir hier noch einen Crew-Only-Bereich, das ist halt die Pool-Kontrolle mit irgendwelchen Maschinerien, um Pool notfalls auch beheizen zu können oder halt ab- und wieder einlassen zu können. Dann haben wir hier die Observation Lounge, die ist klassisch geblieben. Man sieht auch noch hier diese Ecke, ne, wie die dann hier so diese kleine Rundung macht, das ist noch diese Schornsteinform. Da saß früher mal der Schornstein drauf. Und das ist jetzt immer noch geblieben, das erinnert ein bisschen daran. Und ihr seht schon, das ist auch in diesem Stile erst für die Megantic eingerichtet worden, wie so eine Bar, wo man dann Fußball gucken kann oder sowas. Also das ist eigentlich alles ganz nett. Auch ein bisschen mit mehr Licht jetzt, auch mal wahllos verteilt, modern eingerichtet mit diesen durchgehenden Lampen. Und hier ist dann jetzt endlich auch die Bar, die einen Lastenaufzug hat zur unteren Pantry. Dazu kommen wir aber später. Wir machen das jetzt hier deckweise. Gut, so viel erstmal zur Observation Lounge. Ich denke, es ist auch klar, warum die so heißt. Ich meine, hier vorne, da kann man vielleicht, wenn man hier sitzt, noch schön rausgucken. Hier hinten hat man aufgrund des Rettungsboots dann leichte Einschränkungen. Vor allem auch hier. Na, hier ist ja keine Tür, hier kann man noch sitzen. Kann man nicht mehr so gut rausgucken. Aber hier geht's dann wieder. Gut, dann haben wir hier eine geupdatete Glaskuppel zum Aft Staircase. Auch rausgeputzt. Und dann haben wir hier auch wieder ein Crew-Gebäude. Crew-only. Hat man hier diese Korridore, da kann man einmal Wassertanks, braucht man ja. Und dann haben wir hier auch diesen Aufstieg zum privaten Sonnenbereich. Und dann haben wir hier auch immer noch diesen Gang außenrum. Wir werden dann hinten noch gucken, wo der hinführt. Und hier haben wir eine Art Messe, eine Art Pausenraum. Da hat man auch Geschirrregale, beziehungsweise halt irgendwelche Regale, wo Tassen und so weiter drin sind. Oder auch Equipment, was man hier einfach braucht. Und dann kann man hier seine Pause genießen. Und sich vielleicht auch mal ein bisschen was zu essen mitnehmen. Man sieht auch hier hinten geht es dann weiter. Einmal haben wir hier noch diesen Bereich mit Lüftungsmaschinen und auch dem Hauptschornsteinschacht. Na, hier ist der Schornsteinschacht. Geht bis runter. Muss man sich jetzt nicht angucken. Ich habe mir bis leider den Schornsteinschacht aussieht. Hier nochmal einzelne Geschirrregale und Regale für Sonderablage. Und dann haben wir hier hinten letztendlich natürlich auch eine Beschilderung für die Crew und eine Treppe zu einer Pantry. Und diese Pantry ist natürlich verbunden mit weiteren Pantries, beziehungsweise mit einer Küche sogar. Also hier kann man natürlich auch sich was dann zu essen machen lassen, ein Pausengericht für die Crew und das dann verzehren hier oben. Muss man natürlich selber mit hochbringen. Also man muss, selbst ist der Crew-Mensch. So, the Observatory oder Observatory oder kann man, wie das Ding im Englischen heißt. Observatorium, aber das habe ich ja vorhin schon gezeigt. Und hier oben kann man auch ein bisschen noch mit rumlaufen. Ich glaube, das ist auch mal ganz nett, ne? Ja. Dann klassisch das Schachspiel, an dem ich mit Pizza schon so viel Zeit verschwendet habe. Hier kann man auch echt Schach spielen, wenn ihr das Schiff mal runterladet und vielleicht einen Kumpel da habt, mit dem ihr Schach spielen wollt, könnt ihr euch hier verlustieren. Das kann ganz lustig sein. Ja. Dann natürlich diese Bugs immer, aber das soll uns jetzt nicht weiter kümmern. Gehen wir einen Deck tiefer, zäumen wir es von hinten auf oder gehen wir wieder vor? Ich denke, wir gehen erstmal vor, weil dann wird es nach hinten ein bisschen spektakulärer. Das ist vielleicht ganz nett. Wir können gleich mal einen Deck tiefer hier reingucken. Das ist die Promenade, jetzt ganz geschlossen. Früher mit diesen Fenstern hier, mit diesen schiefen, nur so halb offen und hinten halt ganz offen, wie bei Titanic. Jetzt ganz geschlossen, orientiert an die United States und France. Gehen wir auch ganz geschlossene Promenaden. Da gibt es jetzt oben genügend Platz, wo man dann an der frischen Luft sein kann. Muss man hier nicht unbedingt. Auch mit diesem Kunststoffboden hier. Mit einigen Liegestühlen. Man sieht auch hier natürlich mit Direktverbindung nach oben. Na, Full Service. Und ganz vorne haben wir dann noch den Luxus, dass wir hier raus können und nochmal an diesen Rundgang hier gehen können. Und auch nochmal hier vollen Fahrtwind abkriegen. Und auch hier unten ist es ähnlich. Da kann man als Passagier auch nochmal raus und vollen Fahrtwind genießen. Also da mache ich sowohl den Lookout als auch
diese Gegenden hier, wo man das genießen kann. Gut, ein paar Bänke noch, falls man hier mal müde wird beim Rumlaufen, kann man auch immer hier ohne Wind die Aussicht genießen. Und dann haben wir auch schon ganz neue Kabinen, habe ich alles gelöscht und neu gemacht. Hier innen sind, so wie ich das sehen kann, Crew-Kabinen, genau, Stewardesses sind hier. Hier haben wir dann ganz normal halt auch für eine Familie mal ein Stockbett. So ein bisschen hell, ne, gelb, orange, rottöne für Karibik. Einfach mal was Sommerliches mit privatem Bad und auch privatem Fernseher. Also ich habe darauf geachtet, dass sowohl die Crew in der Regel und die Passagiere immer ein eigenes Bad haben und auch jede Kabine von Crew und Passagieren einen eigenen Fernseher hat. Das ist quasi das modernste und luxuriöseste Schiff, das ich momentan führe hier durch diesen Umbau. Hat mich auch genügend Mühen gekostet. So, ihr seht auch, das wird jetzt hier so bleiben. Wir haben allerdings immer noch auch öffentliche Toiletten und Bäder, falls mal irgendwas ausfällt oder falls mal irgendwas belegt sein sollte, da von Mitgliedern der Familie kann man auch notfalls immer noch öffentliche Bäder nutzen, wenn man möchte. Gut. Gentlemen, ja, ihr seht schon auch mit diesem Prismarine jetzt hier ganz modern, an den modernsten Schiffen orientiert, die ich hatte. Und hier haben wir dann einen Zugang von der Promenade, ähnlich wie auf Titanic. Also ihr seht schon, diese Parallelen sind halt immer noch da. Und hier haben wir dann auch eine Kiste mit Deckspielen. Und hier haben wir natürlich das Deckspiel dann. Ein Shuffleboard wird hier gespielt. Sonst noch irgendwas, was hier anders ist? Nee, ab und zu noch diese Zugänge halt zu diesem Gang, aber das sehen wir von innen auch. Gut, alles klar, dann gehen wir mal hier rein. Ähnlich auf Titanic geht es dann hier auch hinter. In diesem luxuriösen Gang. Hier haben wir wieder Ladies, also hier gibt es wieder öffentliche Toiletten, auch für Gentlemen. Und hier haben wir dann die Lounge, früher erste Klasse Lounge, wie ähnlich wie auf der Titanic. Jetzt mittlerweile halt wieder diese klassische Titania Lounge. Ich habe versucht, diese Deckenverzierung wie auf der Original Titania wieder nachzustellen, um dieses Original-Feeling ein bisschen reinzubringen. Auch der grüne Boden hier, jetzt natürlich detailreicher, nicht nur grüne Wolle, ist jetzt an der Original Titania orientiert, genauso wie die Tische und Stühle. Und auch die Verzierungen hier, also hier in der Mitte halt noch dieses Holz, ne? Auch mit Fernseher hier und Bücherregal und außen halt noch dieses Weiße, weil ich damals halt noch nicht alles doppelt verziert hatte. Damals war halt hier nur eine Einfachwand und ich habe versucht an dieses Design zu erinnern von der ursprünglichen Titania und habe das hier Classic Titania eingerichtet. Hat bei manchen meiner Mitglieder Fragen aufgeworfen, völlig zu Recht natürlich, aber ich wollte eben damit mal an diese klassische Titania erinnern. Was ich auch immer noch niedlich finde, ist das kleine Sportboot hier, das Marvin mal konstruiert hat. Also, er hat hier das Schiff sichtlich mitgeprägt. Immer noch. Gut, und jetzt kann man hier hinten rausgehen. Jetzt haben wir diesen modernen Gang. Den Boden habe ich original so gelassen. Und auch die Wand. Ne, es ist eher steril, aber auch mit diesen großen Fenstern bis zum Boden runter sehr lichtdurchflutet. Man kann hier auch direkt dann nochmal rausgehen und wieder rein. Die Pantry. Natürlich nochmal top geupdatet hier mit Milchshakes. Kuchen natürlich, was haben wir noch im Angebot? Kaffee gibt es hier auch natürlich, der serviert wird. Waffeln, Muffins, alles mögliche, also Süßspeisen und Getränke dazu. Und natürlich der Lastenaufzug, der das von der Küche nach oben bringt. Weil alles kann die Pantry hier natürlich nicht stemmen. Und ich habe natürlich auch die Logistik der Küchen und Pantries hier verbessert auf dem Schiff. Wir werden dann später noch sehen, ich habe ein komplett neues Vorratslager. Die ursprünglich Titania, Majestic und auch die Megantic hatten kein richtiges Vorratslager. Und das war natürlich unrealistisch. Dann natürlich der ehemalige Reading and Writing Room. Können wir gleich mal reingucken. Der ist eigentlich fast so geblieben. Ich habe ein bisschen was umgestellt, habe diese Parets hier rausgenommen, habe stattdessen einfach ein bisschen auch die Stühle umgestellt, neue Tische, teilweise auch mal solche Sessel reingestellt, neuer Boden natürlich. Ich bediene mich auch gerne an diesen neuen Mustern, die wir jetzt in Minecraft haben mit der 1.12. Das heißt neu, die 1.12 ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate alt, also das ist nicht neu. Die Deckenverzierung ist so geblieben. Ja, und sonst auch möglichst am Original orientiert, das war mir wichtig. Dass dieses Deck möglichst original ist, natürlich auch hier original geblieben, wieder mit diesem klassischen Titania-Boden, natürlich die Verzierungen wieder mit rein, das ist klar. Hier mal eine neue Verzierung rein mit der Uhr. Hier war, glaube ich, mal eine 360-Grad-Lounge, die habe ich jetzt wieder weg oder war die woanders? Es kann sein, dass die auch woanders war, auf der Ida Pizza oder so. Ja, dann seht ihr auch schon, hier ist dann, wir sind jetzt auf dem A-Deck sogar. Ja, das ist ein offizielles A-Deck, das Promenadendeck hätte ich es auch nennen können. Und hier ist es die sogenannte Club Titania. Gibt es ja auf der Leviathan zum Beispiel auch den Club Leviathan oder auch auf der Norway den Club International oder Club International.
Das sind so diese klassischen Smoke Rooms oder auch andere Räume halt, die zu Clubs umfunktioniert werden. Früher mal der erste Klasse Smoke Room, jetzt halt dieser Club mit Fernseher wieder, wo man wieder Fußball gucken kann oder irgendwas anderes. Und natürlich genügend Sitzmöglichkeiten und diesen klassischen Titania-Verzierungen. Diesen Block mit der Pflanze drauf, das ist klassisch Titania. Auch die Fenster hier sind klassisch Titania, glaube ich. Beziehungsweise könnte auch Majestic oder Megantic sein. Oder auch nichts von beiden. Hier natürlich dieser Ausschank zur Pantry. Hier gibt's Bier und natürlich auch Milchshakes und andere Getränke, auch Kaffee bestimmt. Und diese Verzierung in der Mitte mit diesen Redstone-Lampen, auch klassisch Titania, also alles ganz klassisch gehalten. Auch die Decke original übernommen. Ein bisschen mehr Säulen jetzt drin, damit das besser abgestützt ist. Und hier hinten geht es dann nochmal in diesen Gang weiter. Na, wie vorne. Und hier habe ich halt, weil das jetzt kein Klassenschiff mehr ist, sondern halt ein Einheitsschiff, auch einen Zugang gelegt, einen richtig öffentlichen, ganz klar sichtbaren Zugang zwischen dem 2. Klasse Treppenhaus, beziehungsweise dem ehemaligen 2. Klasse Treppenhaus und dem ehemaligen 1. Klasse Bereich. Es gibt jetzt nur noch eine Klasse hier auf dem Kreuzfahrtschiff. Und hier oben, um nochmal das zu zeigen, ist halt der ehemalige 2. Klasse Entrance. Die Schilder sind jetzt verschwunden, da kann man jetzt so reingehen, ist halt jetzt einfach nur Passagiereingang. Dann haben wir auch diesen Aufzug jetzt, der natürlich jetzt auch mit einem realen Fahrstuhl versehen ist. Also kann man jetzt nicht einfach mehr so hin und her klettern, das muss man auch nicht. Da geht man jetzt einfach über die Treppe ein Deck tiefer. Ist auch ziemlich klassisch gehalten. Ich habe jetzt hier mit Knochenblock vertäfelt, um das ein bisschen gediegener auf jeden Fall zu machen. Nur weißer Beton war mir jetzt zu wenig. Aber ja, na, ihr seht auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Klassisch auf jeden Fall angehaucht, auch was diese Muster betrifft. Ich wollte die Titania irgendwie wiedergeben. Ich habe ja auch dann vom Namen, der ursprünglich geplant war für das Schiff, nämlich Symphonic, Abstand genommen, weil hätte das Schiff wieder einen Namen bekommen. Die Leute wissen irgendwann nicht mehr, was Sache ist. Und deswegen wollte ich das unbedingt Titania nennen. Dann hier das graue Holz verrät schon, der Imperator Grill Room. Das ist der erste Raum von Pizzas Imperator, der hier mit drin ist. Habe ich dann so wieder hergerichtet. So ähnlich war der auch noch auf dem Megantic vorhanden. Ich habe es aber dann nochmal wirklich so hergerichtet, wie er damals war. Mit diesen rosa Tischdecken auch, die wir dann für den Imperator veranschlagt hatten. Diesen klassischen grünen Boden. Ja, und diesen grauen Holz letztendlich. Auf dem Imperator von LPH sieht das ein bisschen anders aus. Aber für Pizza hatten wir es damals halt direkt an den Farbbildern orientiert, an den Farbzeichnungen, die es dafür gibt. Und da waren auch die Fenster so komisch blau. Also das wäre halt unsere Interpretation damals vom Imperator Grey Room gewesen. So, hinten haben wir Crew Only mit einigen Geschirrregalen. Den Platz kann man nutzen. Die haben auch einen eigenen Eingang hier. Falls die draußen servieren, können sie rausgehen und draußen servieren. Und dann hier halt die Pantry, die natürlich dann mit der Küche des à la carte Restaurants verbunden ist. Ja, ne? Also so geht das. Und dann kann man hier hinten auch nochmal rausgehen aus dem Imperator Grill Room auf diese Sonnenterrasse. Gut ausgeleuchtet und natürlich nochmal diesen Pool hier genießen. Ein extra Pool. Die Lampen sieht man im Shader erst unter Wasser. Über Wasser machen die irgendwie keinen Effekt. Keine Ahnung warum. Ist ja auch egal. So, dann gehen wir ein Deck tiefer. Hier ist mal von hinten. Ne, auch über diese ganz markanten Treppen hier. Haben wir hier Shuffleboard, was man spielen kann. Hier hinten haben wir natürlich wieder Bereiche, wo man liegen kann. Hier gibt es auch Duschen. Gibt es vielleicht auch mal Tag hier. Dankeschön. Duschen, wo man sich dann auf den Poolgang vorbereiten kann. Hier mit Jacuzzi-Einheit. Und hier dann natürlich nochmal mit unterschiedlichen Tiefenstufen im Pool, wo man einfach nur schwimmen kann. Und hier hinten dann nochmal ein bisschen was, wo man gucken kann. Hier vorne haben wir übrigens auch nochmal mehrere Fernrohre, ihr seht das. Das bietet sich hier einfach direkt an, man hat hier einen guten Ausblick. Und auch die Alter Pizza hatte ja hier hinten in dem Bereich Fernrohre. Und dann die Flagge, die man natürlich auch samt Mast entfernen, also einklappen kann, sollte hier mal ein Hubschrauber landen müssen. Hoffentlich ist das natürlich nicht der Fall. Ja, ist ja immer dann Notfall, wenn so ein Hubschrauber mal landen muss. Sondern hier dieses öffentliche, also dieses Freiluftkino. Ja, ne? Viel Fernsehmöglichkeiten hier. Und hier natürlich dieser private Bereich, ein sehr kleiner privater Bereich für ja, die Suitengäste. Ihr seht schon auf dieser privaten Promenade hier, ist kein Licht, ich habe das bei euch schon geändert. Ihr habt die aktuelle Version. Dann haben wir hier einen, ja, diesen Raum. Ein Schlafraum eben. Ich muss dazu sagen, wir sind hier auch gerade in der Majestic Suite. Angelehnt an die Version dieses Schiffes Majestic. Was natürlich jetzt nicht unbedingt was mit dem Interieur zu tun hat. Also hier ist halt ein Bad drin und hier ist halt auch mehr so klassisch angehaucht, klassisch modern gemischt. Mit diesen Lampen auch und natürlich auch mit einem privaten Fernseher, ist ja klar. Das ist halt dann jetzt die Majestic Suite. Also hier wurden quasi die Suiten aufgewertet.
Gut, hier hinten haben wir dann eine klassische Innenkabine, wieder mit diesen fröhlichen Farben. Die sind aber einheitlich. Und dann natürlich hier hinten auch nochmal so ein Crewbereich. Dieser Crewbereich ist halt dann für den Pool, für die Poolkontrolle zuständig. Ihr seht schon, da blitzt teilweise noch so ein bisschen der alte Diamant durch. Ja, hier ist Poolkontrolle. Da hinten ist das Entertainment System, ganz digital mit einem digitalen Touchbildschirm. Das Entertainment System greift dann auf dieses Kino zu. Da hat man quasi eine digitale Datenbank und da kann man das dann steuern. Also, Digitalisierung schreitet hier voran. Computer und dann hier noch für die Crew natürlich ein privater Durchgang zum nächsten Deck. Gut. Natürlich wieder das Treppenhaus, ist klar. Und hier drüben haben wir dann die Titania Suite. Und die ist natürlich anders. Sie ist modern. Die Titania war ein modernes Schiff, war ziemlich karg an manchen Stellen. Halt dieser typische Style 1960 später. Und ihr seht schon, wir können auch hier durch die Decken fliegen. Also, das könnte ich das Schiff theoretisch auch zeigen, ist aber ein bisschen seltsam. Ja, hier ist mal sehr hell gehalten, dieser Schlafraum und diese modernen Lampen hier. Hier ein privates Bad. Da kann man auch durchgehen zum nächsten Raum. Hier nochmal so eine Art private Promenade. Ja, so eine Art auf jeden Fall, kann man sich gut hinsetzen. Und hier nochmal so ein Raum, auch eher modern gehalten. Dann hier natürlich der private Außenliegebereich. Also ist auf den verschiedenen Seiten auch unterschiedlich. So, das sind eher kleinere Suiten. Es gibt natürlich noch größere. Wir haben auf jeden Fall einiges anzugucken, das Video könnte länger werden. Ja gut, die Gentlemen und sowas, ne, geht bis raus, habe ich jetzt hier ein bisschen geupdatet. Hier waren eigentlich auch auf der ursprünglichen Version Toiletten. Und jetzt kann man hier natürlich, weil das ein Einklassenschiff ist, ganz bequem auch durchgehen zu diesem ehemals Erste-Klasse-Restaurant, jetzt generell Passagierrestaurant, nämlich dem Restaurant de la France. Also dem französischen Restaurant, ist eigentlich vom Style her so geblieben, habe ich mal einen neuen Boden reingemacht, ist aber immer noch rot. Ja, hier drüben haben wir auch die Küche dieses Restaurants, da wird jetzt gerade noch nichts serviert. Hier hinten haben wir auf jeden Fall aber auch eine Scullery, genauso wie diese Lagerbereiche hier einfach. Und natürlich den Aufgang und das Büro des Chefkochs und den Hoist, der jetzt auch hier zur Hauptküche und zum Proviantlager runtergeht. Das ist der Hauptlastenaufzug zum Proviantlager. So, wir haben jetzt auch gerade ein Problem mit Wetter. Muss nicht sein. Hier auf jeden Fall ziemlich genauso am Original orientiert. Ihr werdet es noch kennen bestimmt. Es gibt es ja auch schon im Titania-Film, dieses Restaurant. Und ja, überall mal Decken, was heißt Deckenvertäfelung, doppelte Vertäfelung und alles halt auf den neuesten Stand gebracht. Auch die Tische sind neu, nur Glastische. Ne? Fand ich nett. So, und hier kommen wir natürlich über das Arf-Staircase rein. Über diese Karte kann man auch checken, was es gibt. Ist ja à la carte, immer jeden Tag eine andere Tageskarte. Diese klassischen Verzierungen hier wieder, Titania-Style, ne? Auch diese Stühle wieder teilweise Titania-Style und ja, dieses Treppenhaus eben auch ganz markant für die Titania wieder. Gut, jetzt kommen wir auch schon in einen neuen Trakt, ihr seht schon, moderne Lampen, netter Boden, auch so ein bisschen angelehnt an die spätere Version der Olympic, wobei die Olympic und auch die Gigantic ja eigentlich haben sollten grünen Boden, so Grüntöne. Hier sind es halt so Blau-Türkistöne, kommt in meinem Shader noch ein bisschen extremer rüber. Hier haben wir wieder eine klassische Innenkabine, die sind nicht wirklich anders, die sind halt so. Hier haben wir einen Crew-Only-Bereich, also hier also Lüftungsmaschinen und hier eben diesen Bereich, wo sich die Crew auch durchbewegen kann. Wir haben mehrere Decks, wir sehen das hier, auch bis runter, wo dann halt Küche ist. Also die Crew muss halt mobil sein zwischen den verschiedenen Decks. So, jetzt zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Hier ist dann ein French-Style-Stateroom. Klassischer French-Style, so wie wir das von der Titanic kennen. Ich finde, der Fernseher macht es immer irgendwie kaputt. Da denkt man auch teilweise gar nicht so richtig dran. Natürlich alles mit privatem Bad. Also hier gibt es jetzt diese Staterooms. Alle unterschiedliche Styles. Alle haben auch am längsten gedauert, weil du alles so einrichten musst. Ganz charakteristisch. Der Robin-Style-Stateroom. Ja. Ne, das klassische Robin-Style. Also habe ich mal erfunden, so für Robin. Ist fast ein bisschen wie ein Empire. Und ja, gibt es nicht, also der Stil, die Stile hier sprechen für sich, muss ich jetzt nichts erklären. Der Dutch Stage Room, generell Dutch, ne, bisschen moderner gehalten an manchen Stellen, obwohl es nicht auffällt. Dann der Modern Louis XVI Stage Room. Hier sind keine Tapeten, hier ist einfach Plastik drin. Einfach ein bisschen modernerer Style, ne, aber trotzdem irgendwie alt angehaucht. Dann haben wir hier außerdem noch
die Balearic Suite. So, die Balearic ist ja ausgemustert worden. Die Hardcore-Fans von euch werden das kennen. Ist die ehemalige Lucas Titanic dann umgebaut worden und dann auch nochmal renoviert worden. Balearic, zwei Schornsteine, hat ein bisschen was von der MV Britannic oder MV Georgic. Und ist auf jeden Fall ausgemustert worden jetzt, weil es einfach zu alt ist und das kann ich einfach nicht updaten. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das noch an jemanden verscherbeln werde. Aber muss mal gucken, aber ich denke mal, ich werde sie einfach weghauen, weil die ist einfach so alt, das ist wirklich unterirdisch. Und deswegen hat die einfach keinen Platz mehr in meiner Flotte. Wir werden gleich reingehen. Hier gibt es nochmal private Bäder. Falls das mal notwendig sein sollte, kann man das hier machen. Und hier unten sieht man auch schon, ist noch irgendwas mit der Kuppel. Dazu werden wir gleich kommen. Ja, auf jeden Fall Balearic. Und die ist halt auch zusammen mit der Megantic so die Kreuzfahrtflotte bei mir. Natürlich gibt es auch noch die Queen Mary 2, aber Balearic und Megantic sind so klassisch Chronostar-Kreuzfahrt. Also das sind so ehemalige Oceanliner quasi, die dann nur noch rumcruisen. Und da habe ich natürlich auch aus der Balearic das Interieur rausgenommen und hier wieder eingesetzt. Also diesen Sitting Room gab es ebenso. Den Boden habe ich ein bisschen geupdatet, damit es jetzt nicht ganz so trist aussieht. Wir haben natürlich auch wieder ein privates Bad, genauso wie einen begehbaren Kleiderschrank. Hier ist das private Bad. Draußen kommen wir auf die private Promenade mit der Originaldeckenverzierung. Ist auch die einzige große private Promenade. Hier vorne haben wir nochmal Balkonkabinen, wie man sehen kann. Aber es sticht so ein bisschen aus dem Schiff raus, aber das war es mir wert. Wir werden auch gleich sehen, warum jetzt hier zum Beispiel keine Fenster sind. Und dann haben wir halt diesen Bereich hier noch rausgenommen. Das ist halt diese Suite, die Balearic da aufzuweisen hatte. Eine wollte ich auf jeden Fall retten, damit die Balearic auch irgendwo weiter besteht. So, und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch einzigartige Styles. Zum einen haben wir wieder eine Suite, und zwar die Megantic Suite. Zu Ehren der letzten Version dieses Schiffes, der Megantic. Das ist natürlich kein Originalinterieur aus der Megantic, weil, come on, das Schiff ist als Megantic hier in die Welt gekommen. Wurde teilweise einfach nur noch geupdatet. Aber ich habe halt hier einfach versucht, mal so einen moderneren Stil reinzubringen. Auch mit klassischen Titania-Verzierungen wieder. Hier draußen ist wieder die private Promenade, hier ein bisschen eigen konstruiert jetzt. Hier auch ein bisschen moderner gehalten, dieses Bad, also ein komplett anderer Stil. Auch ein begehbarer Kleiderschrank wieder. Dann haben wir hier natürlich noch zu bieten moderne Stils, so eine Art moderner Louis-Sey-Stil mit schwarzen Tapeten, die natürlich funkeln würden im Licht und einem blauen Kontrast und noch so einem anderen, moderneren Stil, modernere Ausführung des French Styles A. Zu schwarzen Tischen und sowas, ne? Also eher modern gehalten. Dann nebendran ist der nächste Style, das ist der German Style Stateroom, so wie man es auf Imperator oder auch der Tirpitz-Klasse immer wieder sieht. Diese grünen Tapeten, die über die Wand gehen und dann gerne mal grün gehalten. Mir fällt gerade auf, hier ist auch noch eine Tür auf. Ja, es passieren kleinere Fehler, wenn du auch mal Leute hier zu Besuch hast, die mal gucken, was du machst. Und solche Sachen passieren einfach, dann vergisst du mal eine Lampe im Raum. Und jetzt steht meine Tür offen. Ich denke mal, das tut dem Schiff keinen Abbruch. Dann natürlich, ja, die Innenkabinen kennen wir alle. Der Biedermeier Stateroom, um an den Biedermeier zu erinnern. Also das ist wirklich hier Best of Kronos quasi. Für die Leute, die es mögen. Der League Style Stateroom, also der Style der Liga. Das wissen vor allem wir als Insider, hat Pizza den Begriff geprägt. Die Kabine der Liga, also ursprünglich die Guggenheim-Kabine, obwohl Guggenheim gar nicht in der Kabine war. Graues Holz eben, dieser große Tisch, also auch so an Titanic angelehnt, dieser graue Holzstil, gibt es hier aber nochmal in schöner. Das ist wirklich der Style der Liga. Auch mit dem Tisch der Liga. Und das ist, wie gesagt, das kennen hauptsächlich wir hier, was Pizza da damals mit gemeint hat. Und zum Schluss nochmal ein French Style Stateroom, diesmal natürlich nicht Typ B, sondern Typ A. Um hier einfach mal Abwechslung zu bieten, im privaten Bad. So. Das sind natürlich gewöhnungsbedürftigere Stile ab und zu, keine Sorge, das nächste Deck hat ja auch noch Style-Kabinen. Jetzt sind wir wieder in der großen Lobby mit Flügel. Der Flügel musste wieder sein, natürlich. Steht hier auch mittendrin. Für maximales akustisches Erlebnis. B-Deck, ja, Pflanzen als Verzierung, also wieder versucht ein bisschen an das Originalschiff anzulehnen. Dann hier natürlich der Einstieg, den wir auch im Titania-Film schon genossen haben. Natürlich war das Treppenhaus damals noch anders. Ja, um mal so gucken, wo wir sind. Also wir kommen immer tiefer. Jetzt sind wir ja schon auf dem sogenannten B-Deck. Mit den verschiedenen Shops auch. Also hier ist der New White Star Shop. Hier kann man Ringe kaufen, Kronen, die Zeitung, die Bordzeitung gibt es ja auch. Ja, genauso wie halt andere Sachen für Bordbedarf. Kleidung gibt es hier.
Und hier auf der anderen Seite haben wir einen Souvenirshop. Da haben wir jetzt ursprünglich, also ursprünglich hatte ich da überhaupt nichts drin. Jetzt haben wir halt seltsame Souvenirs wie Pokebälle oder meine Krone oder was weiß ich. Ja, die Bibel gibt's hier drin. Und irgendwelche Geschenke und Würfel und was haben wir noch? Die Weltkugel, ein Schneckenhaus, also eine Muschel halt, ne? Hier haben wir noch irgendein Halsband oder eine Krone oder was weiß ich. Nee, ich glaube, eine Uhr ist das. Und dann haben wir hier noch ein Spielzeugauto oder sowas. Ne? Ein Zylinder haben wir hier. Eine Kamera, ein Fotoapparat, ne? Ja, also solche Sachen gibt es ja auch alles im Souvenirshop. Und deswegen sind ja auch keine Fenster, weil halt hier die Shops sind mit den Regalen. Es fällt halt von außen auf, aber es ist nicht so schlimm. Gut, und vorne haben wir nun einen weiteren Imperatorraum, nämlich sogenannten Imperator Wintergarten. Den Wintergarten, bisschen auf modern auch gemacht mit diesen Eisenverzierungen hier, innen zumindest. Weil ich halt hier keine Doppelwände reinmachen konnte, sonst wäre es hier zu schmal geworden. Ja, aber sonst halt auch dieses Imperator-Interieur. Den Schornsteinschacht konnte ich mir jetzt hier sparen, das heißt, ich konnte endlich diesen Teppich hier durchlegen, so wie es ursprünglich sein sollte. Hier hat man auch eine super Sicht durch getönte Scheiben, schützen einen vor zu intensiver Sonneneinstrahlung. Ist natürlich im Shader mal ein bisschen blöd, weil das irgendwie das Licht von außen verschluckt, also so würde man es wahrscheinlich sehen. Ja, ne, also hier gibt es auch alle möglichen Dinge, ich habe hier auch alles geupdatet, hier mit Kasse. Und natürlich auch einer Pantry hier hinten, wo dann unterschiedlichste Gerichte serviert werden. Diese Pantry ist leider immer noch abgekoppelt vom Rest des Schiffes, da muss man leider immer noch Sachen hin und her tragen, da müssen dann Leute mit Styroporboxen etc. pp. Rumlaufen und diese Pantry hier versorgen. Hier wird dann auch groß aufgekocht und auch aufgewaschen. Salate, Braten wird serviert, Brot wird hier serviert, Pancakes, Pfannkuchen werden hier serviert mit Karamell oder Honig oder was da drauf ist. Ja, ne? Ich denke, es ist klar, was hier abgeht. Dann haben wir hier, ja, das war es auch schon von dem Deck. Da können wir eigentlich aufs nächste Deck gehen. Und zwar auf das C-Deck müsste es dann sein. Hier auf dem Bug ist nicht mehr so viel los. Wir können wieder Tag machen. Dann, nee, das war das Wetter. Dann sehen wir mehr. Hier vorne ist halt noch dieses Radar. Der Radar. Hier unten haben wir auch wieder diesen Namen. Auch den Anker sind neu im Übrigen. Ne? Dass ich gleich mal drauf eingehe. Neue Anker. Titania steht hier auch in diesen Großbuchstaben jetzt. Und dann diese Kräne auch an der France orientiert. Also die France hat hier einen ganz entscheidenden Punkt mit beigetragen, hat mich inspiriert. Und hier natürlich hier auch eine Krankontrolle, die wetterfest ist, weil die ist nicht überdacht. Ja, diese Treppen führen jetzt hier runter auf den Passagierbereich. Da kann man als Passagier auch noch hin. Ihr seht ja, hier gibt es Türen. Und die führen in den Passagierbereich rein. Das heißt, auch als Passagier kann man hier noch rumlaufen. Ab hier ist aber für die Passagiere dann Endstation. Hier würde man die Passagiere dann bitten, nicht hinzugehen. Hier ist es nicht mehr so sicher. Ihr seht auch, ich habe hier keine Anlegedinger mehr, also keine Poller mehr, keine Capstans. Das ist alles frei. Das ist jetzt alles ein Deck tiefer. Beziehungsweise man hat halt diese Seile, die hier ausgeworfen werden aus diesen Öffnungen. Und damit macht man quasi dann am Kai fest und nicht umgekehrt. Der Kai macht nicht mehr an einem fest, sondern man selbst macht jetzt am Kai fest. Wie auf einem modernen Kreuzfahrtschiff eben zu erwarten. So, dann gehen wir mal durchs Fenster rein. Hier ist dann eine Innenkabine. Bisschen klassischer. Hier scheint ein bisschen die Decke durch. Kann ich jetzt nichts dran ändern. Ist das eine Crewkabine? Nee, das ist Passagier. Also die Passagiere haben jetzt ein bisschen klassischeren Style hier. Das ist klassischer Titania-Style. Ein bisschen abgespeckter, ein bisschen braunen Teppich. Ja, also wer es klassisch mag, kann das hier erleben. Hier gibt es private Bäder, weil es teilweise, also hier ist es noch so, dass es ein privates Bad gibt. Aber ich glaube, teilweise war es so, dass es hier eben keine privaten Bäder mehr gibt. Genau, weil das eben diese Balkonkabinen sind. Hätte ich jetzt einen Balkon wegkürzen müssen, habe ich nicht gemacht. Wäre mir zu schade gewesen. Das ist halt noch Classic Titania. Diese Anordnung hier, eine klassische Megantik eigentlich. Später kam das erst dazu. Aber wollte ich unbedingt halt noch haben, weil das einfach cool war. Und dadurch, dass es hier keine privaten Bäder gibt, gibt es halt diese öffentlichen Bäder. Aber dafür gibt es allen Bädern hier auch wirklich reichlich. Reichlich Bäder. Und natürlich muss es auch öffentliche Toiletten geben und die werden wir auch noch sehen. Also es gibt ja alles überall halt diese Balkonkabinen hier, ne? Die auch in der Außenstruktur auffallen. Und hier gibt es natürlich nochmal Bäder. Hier gibt es Ladies. So, hier ist also dann die öffentliche Toilette für sämtliche Damen in diesem Kabinentrakt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Herren. Und vorne geht es dann durch zur großen Lobby.
Auch hier nochmal natürlich, ne, kann man auch durch diesen luxuriösen Eingang nochmal zu seiner Kabine gelangen. Gibt es nochmal diese Kabinen hier. So, dann haben wir hier wieder die große Lobby. Wir kommen immer tiefer. Ihr seht das auch in diesem Leuchter hier. Bisschen Art Deco angehaucht. C-Deck haben wir eigentlich mal auch einen Aufzug hier irgendwo gehabt. Ja, im A-Deck gab es einen Aufzug. Eher abgespeckt, zweckmäßig eingerichtet. Gut, dann haben wir jetzt hier wieder C-Deck. Wir haben natürlich hier erstmal das Purser's Office. Der ist ganz normal eingerichtet. Muss hier arbeiten. Dann haben wir natürlich auch hier, ähnlich wie auf Titanic, das den Purser. Also hier sehen wir die Grundstruktur der Titanic durchblitzen. Das Zahlmeisterbüro, wo man mal eine Frage stellen kann. Und auf der anderen Seite, da war mal eine Garderobe, auch auf dem Megantic noch, was mich gewundert hat, weil die hat jetzt wenig Funktion gehabt. Da habe ich jetzt einfach einen Tour-Office reingemacht. Wir sind ja auf dem Kreuzfahrtschiff, natürlich liegt das auch mal irgendwo an und dann werden Touren gemacht. Und diese Touren, die werden halt dann hier auch organisiert, zum einen, auch über dieses Büro hier. Also hier ist halt dann ein Tour-Office. Hier ist irgendwie immer noch eine Verzierung drin, die ich übersehen habe. Also das ist sowas, merkt man immer erst im Rundgang. Ja, die Computer, ja, haben natürlich alle Computer, machen hier ihre Arbeit. Ach so, nee, hier ist eine Verzierung drin, weil das sieht man jetzt in meinem Resource Pack nicht, aber hier ist eine Klappe. Und die Klappe kann man aufmachen, dann kann man hier quasi auch was abgeben zum Beispiel. Also dieser Herr, der hier sitzt, hat Zugriff auf diesen Tresorschrank. Und er kann für einen Wertgegenstände verwahren, wenn man sich unsicher ist. Wird wahrscheinlich nicht so oft genutzt, aber die Möglichkeit ist immerhin da. Ist auf jeden Fall nett. Und das Tour-Office natürlich, um einfach mal eine Tour zu buchen. Die Leute dann organisieren halt dann auch diese Tour. Gut, jetzt kommen wir wieder zu den Style-Kabinen. Also hier ist es wirklich ein größeres Preissegment. Hier ist erstmal wieder öffentliche Toiletten. Dann haben wir hier innen erstmal die Classic Titania Suite. Das ist wirklich eine Suite, die ist von der Titania übernommen, aber vom Stil her ein bisschen geupdatet worden. Das sind diese typischen Innenkabinen-Suiten. Ich habe mal geguckt, dass ich die Verzierungen alle so lasse. Auch die Stühle. Noch das Bad hier in der Mitte und sowas, ne? Also das ist halt wirklich klassisch Titania für die, die das noch mögen. Da haben wir mal so eine Suite noch drin. So, dann haben wir hier die Gigantic Suite. Da haben wir jetzt einfach New White Star Content. Also Gigantic ist wirklich diese Olympic-Klasse Gigantic. Jetzt nicht unbedingt mit getönten Scheiben, das muss nicht sein, dass man halt gescheit rausgucken kann. Hier halt ein Sitting Room, wie auf der Gigantic, eingerichtet. Dann haben wir hier halt private Toilette und Bad und so weiter. Und dann haben wir hier diesen, ja, heißt immer noch Gigantic Suite, halt diesen Stil, den wir auch auf der Gigantic vorfinden. Irgendeine Art Empire Style ist es, glaube ich. Dann haben wir hier nochmal einen Queen Anne Style. Dann geht die nächste Suite los, nämlich die Olympic Suite. Die Olympic Suite hat diesen Olympic Sitting Room hier. Natürlich alles auch immer mit diesem Fernseher, der es so ein bisschen kaputt macht. Aber einen Fernseher braucht man halt hier dann auch, wenn man so viel Geld bezahlt, wenn man wenigstens einen Fernseher auf... Wenigstens in der Kabine, also was heißt Kabine? Wenigstens im Sitting Room gibt es einen Fernseher. Hier in den Kabinen gibt es keine Fernseher. Das haben wir dann gelassen. Hier ist der Louis XVI natürlich. Hier ist der Modern Dutch. Und natürlich wieder ein Bad dann zum Schluss noch dran. Dann haben wir den Modern Dutch State Room. Hier ein bisschen so auf Gigantic Style gemacht. Der ist auch größer. Also mehrere Personen. Zum Innentrakt komme ich dann später nochmal. Dann haben wir den Queen Anne State Room. So auch auf Britannic gemacht, ne? Also Gigantic Queen Anne Version. Dann haben wir hier nochmal, ich muss das von außen machen, sonst weiß ich es nicht, Louis XVI State Room, allerdings diesmal in Eiche getäfelt. Dann haben wir hier den Empire State Room in Blau. Den Louis XIV, ne, nicht XIV, sondern Louis XV State Room, also dieser graue, den Michel auch so mag, mit dem grünen Boden. Dann haben wir hier den Georgian State Room. Den Empire State Room, diesmal in Pink. Das ist, glaube ich, auch eine Art Empire, ja, ist eine Empire Suite. Suite? Ja, die Empire Suite, okay. Diese besteht nicht aus irgendeinem Sitting Room und irgendwelchen anderen Schlafräumen, sondern hier sind halt nur Schlafräume mit Fernsehern logischerweise auch. Ja, und halt dann noch einen weiteren Style. Auch so eine Art Empire Style, teilweise aber auch deutsch angehaucht. Sowas findet man auch auf deutschen Schiffen ganz gerne. Und hier hinten haben wir dann noch so ein Fenster, wo man mal die Ausflugsboote betrachten kann. Und hier ist dann die Embarkation Zone. So, dann kommen wir jetzt mal ganz kurz zum Mitteltrakt. Barbershop ist hier. Ich habe das auch alles ein bisschen, diese ganzen Geschäfte, die es jetzt hier noch gibt, angehaucht mit diesen Fenstern, wie wenn man jetzt hier in so einer Einkaufsstraße unterwegs ist und halt dann ein Fenster hat wie bei einem Gebäude. Ne? Barbershop auch mit diesem klassischen Zeichen. Ja,
ist klassisch an der Megantic orientiert. So ähnliches Interieur hatten wir schon auf der Megantic im Barbershop. Der Barbershop ist auch umgezogen, weil da ein Crewbereich hin musste, wo der ursprünglich war. Und jetzt ist es halt hier hinten. Dann haben wir für die Ladies nochmal extra einen Lady Hairdresser und Store. Achso, nee, das ist Ladies Hairdresser Store. Also da hat nochmal einen eigenen Store hier, um Sachen zu lagern. Auf der anderen Seite ist auch der Barbershop Store. Und hier hinten ist dann der Ladies Hairdresser mit dem Fenster auch. Und dann kann man mal durchs Fenster einsteigen. Der ist halt dann auch in einem interessanten, modernen Stil eingerichtet, was sich aber auch ein bisschen mit klassischem überschneidet. Irgendwo muss hier dann auch eine Kasse sein. Theoretisch. Oder die rechnen das dann so ab. Hier ist die Kasse auf jeden Fall vom Barbershop. So. Ja, Aftercase endet hier unten. Ihr seht schon wieder mit diesen klassischen Verzierungen und den klassischen Sofas. Ja, ne? Kann man nicht viel dazu sagen. Hier auf der Seite ist dann noch Crew-Only-Bereich. Das war halt da, wo man früher der Barbershop drin war. Und dann haben wir hier nochmal ein Geschäft, nämlich die Pharmacy. Nämlich die Apotheke. Da habe ich sogar Vitamintabletten hier stehen. Genauso wie irgendwie Hustensäfte oder sonst irgendwas. Medikamente in Regalen, die halt hier vom Apotheker ausgegeben werden. Kann man auch einfach so hingehen. Und dann Medikamente einkaufen. Hat sogar ein pharmazeutisches Labor hier hinten. Also der kann sogar Rezepturen machen, der kann sogar Salben anrühren. Kenne mich da ja aus. Gut, dann haben wir hier hinten noch Chronos Suite. Die Chronos Suite ist natürlich an mich persönlich angelehnt, also jetzt, das wäre zum Beispiel mal mein Zimmer, so wie das eingerichtet ist. Hier ist halt ganz normale Wand, die ist nicht irgendwie rausgeputzt, aber ich habe trotzdem Style-Tapete bei mir an der Wand, und zwar in Rot. Dann ganz normal Parkettboden mit Teppich halt, mit einem klassischen Teppich. Und sonst halt auch so ein alter Schrank und sowas. Das ist mir an mich angelehnt und auch ein weiterer Raum, den wir hier bei uns zu Hause privat haben, ist dann dieser Style hier, dieser modernere Style, wo auch nur eine Wand gestrichen ist. Dann halt nochmal ein privates Bad. Das Bad auch angelehnt an was ich privat kenne. So, Chronos Suite auf jeden Fall, so ein bisschen was Persönlicheres. Dann der France State Room. Ja, ne? France, also wenn man die France vermisst oder schon mal einen Vorgeschmack auf die France haben will, hier ist ein State Room für euch. Dann habe ich hier den Duilio State Room. Bisschen um an G-Stars Werk der Duilio zu orientieren oder zu erinnern. Ja, so ein italienisches Stage Room mal. Ja. Dann haben wir hier den IKEA Stage Room. IKEA, wohnst du noch oder lebst du schon? Ja, ist halt ein bisschen karg. Den Cyber Style Stage Room, also das ist wirklich die Seite, wo man komische Stile hat. Wenn man einen komischen Style haben will, geht man auf die Seite, die klassischen sind auf der anderen. Cyber Style, ihr seht schon, ein bisschen wie in einem Raumschiff auch. Verschiedenste weise Täfelungen, wer es mag, sehr gerne. Der Caribbean State Room ist ein bisschen wie so eine karibische Inselhütte. Na, wo auch hier so ein Steg ist, aufgemalt auf dem Boden, von Sand umgeben und der Steg mündet dann ins Wasser. Und das Wasser ist natürlich dann ein Bad. Also das war auch nett, auch hier, wenn man Wasser meint, ist dann nur noch diese Wassertextur. War eine nette Idee mal, so eine Strandhütte zu designen hier drin. Aus Stroh und allem drum und dran. Dann ein Steampunk State Room. Mit allen möglichen komischen Sachen, die irgendwie funktional wirken an der Wand. Na, Steampunk-Style ist nicht jedermanns Sache, aber für diejenigen, die es wollen, gibt es das hier auch. Dann haben wir noch einen AIDA-Stage-Room. Für die Leute, die AIDA vermisst haben. Den Empire-Stage-Room. Hier ist hier einen eigenen Empire-Style. Genauso wie den French-Style-Stage-Room. Ja, Typ B. Hier gibt es wieder klassische Sachen, den Bauhaus State Room. Bauhaus, für diejenigen, die es haben wollen, war halt auch schon auf der Megantic ursprünglich vertreten, wollte ich jetzt nicht weglassen. Und dann haben wir hier noch die Vaterland Suite. Vaterland Suite mit diesem Raum hier von der Vaterland, na, an der Vaterland direkt orientiert. Auch was diesen Style betrifft, diese Styles gibt es auch auf dem Imperator, auf der neuen Version, die im Bau ist. Und natürlich auch diesen Sitting Room hier. Like Vaterland. Ursprünglich war das mal die Imperator Suite. Robin meinte dann aber, also diesen Raum gibt es eher in der Vaterland. Habe ich halt einfach umbeschriftet. Vaterland Suite. So. Ja, das sind die Styles. Ihr seht schon, ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut.
Hat mir richtig viel Zeit gekostet, das so zu designen. Ich denke aber, jetzt ist das Schiff wirklich konkurrenzfähig und auch wirklich markant. Hier ist dann die Embarkation Zone für die Ausflugsboote. Die werden dann quasi über Kräne, die man jetzt hier nicht so gut sehen kann. Hier so, ne? Die werden dann quasi rausgefahren, diese Kräne, wie auf Schienen, und werden dann ausgeschwenkt und dann runtergelassen. Ist natürlich nicht jedermanns Sache, sich so ein Schiff runterfahren zu lassen, aber bei Tenderschiffen auf den, oder Tenderbooten auf den heutzutage Schiffen ist es ja auch fast nicht anders. Beziehungsweise da gibt es dann halt unten irgendwelche Zonen, wo die Passagiere zusteigen können. Gibt es jetzt hier nicht. Das ist halt einfach ein älteres Schiff. Ursprünglich mal ein Oceanliner, da war das nicht vorgesehen. Hier hinten haben wir nochmal ein extra Treppenhaus, nämlich halt dieses ehemalige zweite Klasse Treppenhaus, das uns hier schon die ganze Zeit begleitet. Hat hier natürlich auch nochmal einen Ausstieg für die Embarkation. Kann man auch einfach mal rumgehen und dann hier wieder einsteigen. In der Regel ist das Schiff eh in wärmeren Gefilden unterwegs, und daher geht das ja auch mit diesem Frischluftbereich ganz gut. Dieser Mittelbereich hier ist einfach mal Crew Only. Haben wir vorhin schon gesehen, da wo die halt oben so aus der Poolkontrolle rauskommen. Und hier hinten haben wir wieder dieses klassische Imperator-Staircase. Das Imperator-Treppenhaus, was ich für Pizza entworfen hatte, ist jetzt hier immer noch drin, hat sich bewährt, hat mal einen neuen Boden hier bekommen, also halt neue Stufen. Das war mal nötig. Aber sonst ist halt immer noch klassischer Imperator und auch mal einen neuen Leuchter habe ich mit reingehängt, um es mal ein bisschen rauszuputzen. Also man kann hier alles Mögliche haben, so alles Mögliche wie von Imperator über Aida, über France, Duilio, na, über... Ach, sucht euch irgendwas aus. Olympiaklasse auch natürlich. Dann geht's hier hinten jetzt ins Disco-Bad. Gibt's erstmal natürlich auch Umkleidebereiche, wo man sich umkleiden kann, Badeanzug anziehen kann, etc. Hier gibt's einen Store. Ja. Gut, und dann haben wir ein Schwimmbad. Dieses Schwimmbad gab's schon vorher auf der Megantic, ohne Säulen. Jetzt habe ich endlich mal Säulen rein. Wir müssen jetzt hier auch mit einem Tag machen, damit das Licht gut durchkommt durch diese riesige Glaskuppel. Das ist auch ein besonderes Erlebnis. Und hier hinten, jetzt kommt die Disco zum Tragen, ist eine Bühne mit Disco-Lichtern. Natürlich diesem hier. Das, was ist dieses hier? Es ist eine Bühne. Mit Schlagzeug, mit irgendeinem Noteblock natürlich und einem Keyboard soll das sein, kein Tisch. Man kann es in Minecraft nicht so gut darstellen. Natürlich auch Verstärkerboxen. Also hier kann auch dann teilweise im Pool gefeiert werden. Warum nicht, ne? Was wäre eine Disco ohne Bar? Muss ich auch einfach mal hinsetzen. Die Aussicht genießen, ne? Oder wenn man genug vom Schwimmen hat, mal einen Drink sich genehmigen. Diese Bar muss natürlich wieder durch Läufer versorgt werden, durch Booten. Auf der anderen Seite gibt es dann nochmal nett gemalt, auch hier mit so einem Gemälde, so Strand mit blauem Himmel und Meer und alles. Gibt es dann hier nochmal diesen Sitzbereich. Ja, Sitzbereiche gibt es hier überall, kann man sich auch mal hier hinsetzen und dann das Ambiente genießen. Wer es mag, kann das tun. Hier hinten kommt man als Passagier auch raus, darf man hin. Und ist dann auf dieser Heckplattform mit dem Hubschrauberlandeplatz. Hier hinten ist dann die Poolkontrolle drin und noch einen Bereich zum nächsten Deck, den wir gleich konsumieren werden. Dann, das gibt es hier wirklich, dieser Bereich ist nur zu besteigen durch diese Treppe. Hier gibt es hauptsächlich Lagerräume. Electrician Store, also auch für Elektriker. Hier gibt es nochmal Equipment, das sind alles nur Lagerräume. Auf der anderen Seite wird es nicht anders sein. Da gibt es einmal noch einen Store und nochmal irgendeinen Store. Und hier hinten ist was anderes, und zwar ist das Air Ventilation. Hier ist mal ein Air Ventilation Apparat drin. Und hier in der Mitte ist auch was drin, und zwar Emergency Dynamos. Also hier gibt es quasi Dynamos, beziehungsweise also eine Art Notstromaggregate, die hier auch über Computer gesteuert werden können. Ich denke, es ist euch auch allen klar, na, das ist ein modernes Schiff, also manche von euch haben ja auch schon Erfahrung. Hier auch Mooring Engine, Anlegebereiche, wo man halt auch dann hier aus diesen Öffnungen die Leinen rauslassen kann. Und hier kann man das dann auch steuern, alles über diese Konsole. Mehrere, auch man kann auch teilweise, ja gut, die Leinen hier rein kriegt man schlecht, das kann man nicht einfach hier reinfädeln. Aber man könnte notfalls, falls das möglich wäre, hier auch noch was reinfädeln und dann hier festmachen. Aber eigentlich reichen diese beiden Winden hier völlig aus. Hier ist natürlich noch die Engine dafür. Ist ja klar. Also manche Bereiche erklären sich hier einfach auch von selbst. So, das würde ich sagen, genießen wir später. Hier ist wieder der Pool drin. Für die, die sich da Fragen stellen. Genau, jetzt kommen wir erstmal in diesen Bereich hier. Also wir gehen quasi das Imperator. Treppenhaus jetzt runter aufs nächste Deck, nämlich aufs D-Deck. Wir sind auf dem D-Deck. Hier gibt es den sogenannten American Diner. Das amerikanische Restaurant letztendlich. Ist ein Burger-Restaurant. Also man sieht auch hier,
ja, wie so ein Diner eingerichtet mit Kakteen, die ausgestellt werden. Und hier gibt es halt dann Pommes. Ja, eigentlich Popcorn, aber jetzt ich sage einfach mal Pommes. Salate natürlich auch für die, die sich gesünder ernähren wollen. Tacos habe ich im Angebot. Gigantische Oreo-Nachspeisen. Dann haben wir nochmal Hamburger, natürlich in allen Variationen, Cheeseburger etc. pp. Grillkäse ist das, glaube ich, oder eine Waffel oder was weiß ich. Ja, es ist halt eine Art, das ist ein Buffet-Restaurant hier. Hier geht man nämlich zum Buffet, holt sich, was man will und isst es dann. Buffet-Restaurants sind auf Kreuzfahrtschiffen Pflicht. Hier ist endlich auf diesem Deck auch mal der Aufzug zu sehen. So sieht der aus. Ja, ne? Ist halt ein Aufzug. Also, was will man da jetzt sagen? Gut, dann auf jeden Fall American Diner. Wir haben auch noch Getränkestationen. Getränke werden separat von Speisen serviert. Wasser gibt es hier, Cola, Fanta, Pepsi, das Ding und auch noch irgendein Energy Drink und natürlich Wasser. Wird auch hier ausgeschenkt von Mitarbeitern. Dann gibt es hier natürlich die zentrale Küche. Hauptküche mit einem Kartoffelraum. Natürlich werden hier auch noch Speisen vorbereitet für das Buffet-Restaurant. Die werden quasi nicht im Buffet-Restaurant serviert, sondern... Also sie werden dort serviert, aber sie werden dort nicht direkt hergestellt, da wo ich jetzt war, sondern das wird dann nur hingelegt, wird dann da ausgestellt und dann können sich die Leute das nehmen oder kriegen das serviert. Und hier wird es halt hergestellt in der Küche. Hier wird aber auch noch mehr hergestellt. Hier ist zum Beispiel eine Fish Pantry. Ich habe auch viel mit diesen Köpfen gearbeitet, wie ihr seht. Mit diesem Fisch hier, so ein Carpador. Oder auch mal diesem Fisch, der jetzt hier auseinandergeschnitten wurde. Und hier wird Fisch zubereitet, falls man den essen will. Dann Vegetables, eine Menge Früchte natürlich und Gemüse. Dann haben wir hier Butchers oder nee, Butchers Workshop, da wird hier Fleisch gelagert. Was haben wir noch? Scullery, ne, muss ja auch irgendwo abspielen. Und natürlich die Bar, wo dann auch Getränke ausgeschenkt werden, die dann in den Restaurants serviert werden. Ausschank hier wirklich nur fürs Hauptrestaurant, nicht für das American Diner. Mit verschiedenen Coca-Cola und so weiter. Dann hier noch dieser komische grüne Cocktail. Irgendwelche Milchshakes gibt es hier natürlich auch. Bier gibt es natürlich hier. Ja, ist ja auch alles schon bereitgelegt, um es dann hier zu servieren. Kommen wir aber gleich noch dazu. Auf der anderen Seite gibt es auch noch Räumlichkeiten wie eine Salat-Pantry. Hier wird der Salat hergestellt. Einen Raum. Glaslagerraum. Die Bakery, also die Bäckerei. Hier wird Brot hergestellt oder auch Brötchen. Ich glaube, das sind keine Brötchen. Das sind einfach dann Säcke hier mit Mehl. Oder auch Kuchen wird hier gebacken. Der Bäcker hat ordentlich zu tun auf so kleinem Raum, das ist echt nicht leicht, aber es ist halt die Titania, ne? Ist halt ursprünglich anders konstruiert worden. Scullery, also hier saß auch irgendwo dann im Titania-Film Lucille Brown hat den Kuchen genascht. Ja, ihr könnt euch erinnern. Ein Store nochmal für Mehl und alles, was man hier halt so braucht. Und dann hier hinten haben wir nochmal Silver, also Silberbesteck, das hier gelagert wird. Und hier natürlich den Haupthoist, der hier auch das obere Restaurant mit einbezieht, also auch dieses Restaurant kann notfalls für das untere Restaurant Sachen herstellen. Dann wird das runtergefahren, wird hier ausgeladen und weiterverteilt. Hier gibt es unterschiedlichste Küchengeräte, wie diese Nudeltöpfe, irgendwelche Öfen, eine Nudelmachmaschine, also hier kommt quasi in den Kessel der Teig rein und dann wird hier quasi diese Spaghettis gedreht. Ja, also ähnlich auf der Olympic, da gab es auch so eine Maschine. Hier gibt es auch Grills, hier wird gegrillt, hier ist eine Fritteuse, falls ihr euch wundert, was das ist, das ist Frittierfett. Weil wir ja irgendwie auch Pommes machen müssen. Und dann natürlich Waschbecken, muss ich öfter mal die Hände waschen. Und natürlich, was wird hier sonst noch serviert? Diese Taco-ähnlichen Dinger hier. Lasagne wird hier serviert, also ich kriege jetzt schon wieder Hunger, wenn ich das sehe. Braten wird hier serviert, also die sehen auch richtig lecker aus. Und teilweise auch dieses, das ist ein Hühnchen, also das ist Geflügel. Ne? Hier hinten sind die Knochen, die rausgucken. Könnte ein Hähnchen sein. Kredenz mit etwas Gemüse als Beilage. Hier gibt es Waffeln, Königswaffeln mit diesen Kronen. Hier gibt es auch Schoko-Desserts, irgendwie Creme Brûlée könnte man das, keine Ahnung. Suppen habe ich im Angebot. Irgendwelche Auflauf oder was das immer auch ist. Irgendein Gemüseauflauf. Und ja, gucken wir uns am besten mal weitere Speisen an. Weitere Speisen wären dann hier zum Beispiel auch diese Waffeln mit Sirup oder was auch immer das ist. Ja, ne? Also das ist alles à la minute. Gut. Hier von der Küche aus gibt es auch dann natürlich Zugang zu diesem Crew-Bereich hier, genauso wie diesen Tunnel, der in diesen Lüftungsschacht, also ehemaligen Schornsteinschacht mündet, wo man auch einen Notausstieg hat, wo man auch hier reingehen kann. Immer so ein Lagerraum, ein Restaurant. Und hier ist natürlich dann dieser Lastenaufzug.
der da von oben kommt und in die Pantry mündet. Das heißt, man kann ja auch die Pantry versorgen in diesem Lastenaufzug. Man muss es nicht über die Leitern, ja, also wenn man oben nach oben will, muss man halt die Leiter benutzen, aber man muss dann jetzt nichts währenddessen tragen. Das kann alles der Aufzug erledigen. Also ihr seht schon, vorbereitet, das Ganze zu servieren. Und wo servieren wir es? Endlich im Hauptrestaurant. Neuer Boden drin. Vom Grundstil habe ich so gelassen, wie es halt war. Haben wir ein paar Lampen dazugestellt. Ja, vom Grundstil ist es auch mit diesem Gemälde hier, mit diesem modernen, ist es immer noch so, wie es war. Und eine Sonderfunktion habe ich allerdings für euch. Da habe ich mich hier mal, das ist immer mein Game Mode, da habe ich mich hier mal ins Zeug gelegt. Und zwar kann man die Kuppel ausschalten für Candlelight Dinner. Auch schön, ne? Leider konnte ich die Leitung aufgrund von Platzmangel nicht irgendwo anders hinlegen. Aber ich denke, so geht's auch. Und hier hinten dann nochmal eine Kasse zum Abrechnen von irgendwelchen Sonderleistungen wie Wein. Na, seht ihr schon, das ist einfach dieses klassische Hauptrestaurant der Titania. Nochmal halt später sowieso erweitert nach oben, diese Dachkuppel dann und so weiter. Gut, dann seht ihr schon, das ist auch Olympic-Klasse-Feeling wieder so ein bisschen. Na, diese Lobby hier und dann gehst du da halt ins Hauptrestaurant. Die Fenster habe ich jetzt mal erweitert, damit es ein bisschen fröhlicher aussieht. Nicht mehr so eng. Wir sind jetzt hier auch ganz unten in der Lobby. Können nochmal Tag machen. Okay. Und dann noch ein Sitzbereich hier. Ist der zweite Aufzug angekommen. Und nicht zu verwechseln hier auch der Einstiegsbereich. Also wir haben da oben einen Einstiegsbereich und hier unten. Das Schiff ist auf jeden Fall flexibel. Und wenn man hier auf jeden Fall auch reinkommt, ne, das ist auch schon mal was ganz anderes, wenn man dann hier steht und dann geht das da so weit nach oben. Und da lässt, denke ich, einen ganz guten Eindruck. So, dann nochmal ein paar Suiten. Die Edwardian Suite. Ja, auf jeden Fall, ne? Irgendwie muss der Platz ja voll werden. Da hat man jetzt halt hier so eine Mischung aus Schlafraum, dann hier so ein Halbseparé. Und da hat man hier, wahrscheinlich hätte man hier in Wirklichkeit einen Vorhang noch hängen, den man zuziehen kann. Und hier dann halt noch so ein Sitting Room mit einem Schreibtisch. Auf der anderen Seite, das ist die sogenannte Art Deco Suite. Also für Suitengäste gibt es hier einiges geboten. Und jetzt haben wir wieder den ganz normalen Erste-Klasse-Kabinentrakt mit diesen Erste-Klasse-Innenkabinen. Mal eine neue Art, mal anderer Boden auch. Und diese Außenkabinen. Es ist alles Copy-Paste-Ware. Ne? Wir können jetzt gerne mal hier oben so ein bisschen gucken, wo was Besonderes drin ist. Hier ist zum Beispiel ein Store drin, halt für oder ein Locker für irgendwelche Bettwäsche. Und sonst irgendwas Besonderes hier vorne? Nö. Alles Standard-Kabinen für Passagiere. Natürlich alle mit privatem Bad. Das muss auf einem Kreuzfahrtschiff einfach sein. Und hier vorne ist ein Crew-Only-Bereich. Und da kommen wir jetzt hier in diesen typischen Crew-Truck mit diesem grauen, weiß in grauem Ambiente. Hier sind Seeleute, also vor allem Matrosen untergebracht. Die müssen auch in Stockbetten teilweise schlafen, kriegen aber trotzdem von mir möglichst viel Möbelierung, möglichst viel Annehmlichkeiten, soweit es halt möglich ist. Auch mit Fernseher natürlich, muss sein. Auch hier nochmal Seeleute drin. Wo sind die Bäder? Hier sind die Männer, können hier aufs Klo gehen. Hier sind die Frauen. Und Bäder sind, glaube ich, ein Deck tiefer. Da muss man Deck tiefer gehen, ist ja kein Problem. Wir sind auf dem D-Deck und hier vorne ist dann quasi ein ehemaliger Erste-Klasse-Bereich. Da konnte man auf der Megantic dann hin und hier noch irgendwie irgendwas machen. Jetzt habe ich das für die Passagiere wieder gesperrt und das ist quasi jetzt hier ein Crew-Aufenthaltsbereich. Da habe ich auch diese ausrangierten Titania-Verzierungen, diese Blumentöpfe mit diesen Sockeln hier hingestellt. Was früher mal Erste-Klasse war, ist halt jetzt gut für die Crew. Die freuen sich drüber. Und jetzt haben wir immer noch diese Dachkuppel hier, ne? War früher, glaube ich, mal ein Ladeschacht. Dann haben wir es irgendwann mal zugemacht, den Ladeschacht. Braucht man nicht mehr. Oder es war auch kein Ladeschacht, ich weiß es nicht. Ja, soweit kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Und dann haben wir halt gesagt, gut, mach mal eine Dachkuppel draus. Es ist also auch immer noch erster Klasse Luxus hier, bis auf den Boden, der nicht. Da haben wir früher einen anderen Boden drin. Aber sonst, diese ganze Säule hier ist immer noch erster Klasse Luxus, jetzt für die Crew. Die freuen sich. Hier ist auch eine kleine Pantry. Da kann man halt noch mal Essen zubereiten, so kleinere Gerichte, so Pausengerichte, mal eine Stulle schmieren etc. Na, Kaffee. Hier vorne sind hauptsächlich Seeleute drin. Die bedienen dann auch
das hier, was nicht beschriftet ist, das ist halt wieder so eine Mooring Engine. Und dann haben wir auch hier wieder technische Einheiten und irgendwas, was hier abgelesen werden muss. Und dann haben wir hier Ankerketten zum einen, also die Ankermaschinen sind hier drin, aber auch wieder Anlegemaschinen, also diese Seile, diese Seilwinden. Um dann hier einen Bug auch anlegen zu können. Die haben es doch nett hier vorne. Hier sind noch Pantrymen zu Hause, also auch die Pantrymen pennen hier direkt und können dann diese Pantry hier bedienen. Das ist ein eigener Berufszweig hier auf dem Schiff. Und natürlich wieder Seeleute, 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 auch hier nochmal Seeleute. Ja. Hier in der Mitte ist der riesige Ladeschacht. Ihr seht jetzt sehr wenig, weil es sehr dunkel ist. Gucken wir uns später nochmal an. So, jetzt gehen wir direkt mal ein Deck tiefer aufs E-Deck. Ja, ein bisschen gedrungener jetzt. Hier sind dann Bäder, die ich euch versprochen habe. Es gibt halt hier leider nicht die Möglichkeit, jedem ein privates Bad zu gönnen. Das geht nicht. Ist einfach zu eng. Also man sieht dann hier sind Spinde, die man hier sind, mehr Schränke. Das ist einfach nur noch ein Spind, der hier drin steht. Eine kleine Couch, ein Tisch, ein Fernseher, Stockbetten. Die Crew muss einfach hier trotzdem ein bisschen abspecken. Die muss ein bisschen die Ansprüche zurückschrauben. Aber ist trotzdem relativ angenehm. Also man soll hier ja nur schlafen. Man soll sich nicht aufhalten. Aufhalten kann man sich in den Crewbereichen, in öffentlichen. Oder irgendwie dann am Deck, wo man halt hin darf. Chainlocker, ja, hier ist halt der Bereich für die Ankerketten. Hier ist auch nochmal ein bisschen, wir können jetzt wieder so oben rumfliegen. Hier sind dann halt Toiletten für Männer und Frauen. Können ja auch mal Frauen heutzutage unter den Seeleuten sein. Kann ja sein. Wenn keine Frauen an Bord sind, dann werden die Bereiche natürlich auch für Männer freigegeben. Kann man ja variabel organisieren. Und hier wieder der große Ladeschacht, der natürlich sehr viel Platz wegnimmt. Den hätte ich eigentlich auch direkt mal neu machen können. Aber gut. Und wieder der erste Klassebereich, diesmal auf dem E-Deck. Hier aber mit einem Locker. Da hat keine Kabine mehr reingepasst. Hier sind dann Innenkabinen. Hier waren noch, was? Ach, immer noch eine Innenkabine. Genau, die ist da ganz am Rand. Wir fliegen ein bisschen durch die Decke jetzt mal so durch. Um das besser zu sehen. Hier wieder die Außenkabinen mit dem typischen Boden. Innenkabinen mit ihrem typischen Boden. Öffentliche Toiletten gibt es halt überall noch, falls mal nötig, falls irgendwo eine Toilette verstopft ist und man trotzdem muss, kann man hier gehen. Ist ja kein Problem. So, dann haben wir hier außerdem noch, auch innerhalb dieses Treppenhauses, jede Menge Kabinen. Das ist eigentlich fast nur ein Kabinendeck. Ja, das ist alles hier nur Zugang zu Kabinen. Kabinen. Und hier ist dann, aha, okay, hier ändert sich es dann. Hier ist ein Industriestaubsauger in dem Locker drin. Hier sind wieder Kabinen. Überall. Hier sind wieder Locker drin. Zwei Stück. Und dann kommen hier lauter WCs. Die ganze Zeile entlang. Sehr viele öffentliche WCs. Musste ich machen. Ich konnte den Bereich nicht anders nutzen. Hier ist ein Crew Only. Und zwar ist hier, das haben wir schon gesehen, das Hospital. Da haben wir quasi eine Anmeldung. Das ist auch nicht besonders lieb eingerichtet. Muss man auch nicht unbedingt sein, wenn man nicht unbedingt da sein muss. Die Surgery, also Operationsraum. Die Leichenhalle, Stahlsärgen, also Metallsärgen und natürlich auch infektiösen Bereichen, das sind halt Krankenzimmern. Ja, ne, das ist jetzt erstmal das, also hier sind halt nochmal sehr viele Kabinen. Gut, dann haben wir jetzt hier sehr viele WCs. Auf der anderen Seite, da finden wir jetzt auch mal so ein paar, so wie so ein Labyrinth, nochmal einzelne Kabinen hier auch nochmal mit ordentlicher Größe, unterschiedlichster Möblierung. Ich musste den Bereich irgendwie nutzen, dann dachte ich, na gut, machen wir halt charakteristische Kabinen hier rein. Dann führt quasi dieser Kabinengang, den wir hier sehen, fast wie in so einem Labyrinth, halt hier nochmal rum. So, da nochmal rum, zickzack und dann kommt man hier raus. Kein Dead-End-Korridor, nichts, was einen irgendwie gefährden könnte. Und auch hier ist nochmal eine Verbindung zwischen diesem Korridor hier und dem Kabinengang. Also man findet sich, denke ich, zurecht. Dann Eintritt zum Spa. Spa machen wir später. Und Schotttür. Jetzt sind wir schon so tief, dass wir Schotttüren brauchen. Ich gehe wieder in die Decke rein, dann sehen wir es besser. Hier mal neue Kabinen, diesen neuen Boden. Mal ein bisschen klassischer, mal ein bisschen was anderes. Guter Farbkontrast. Hier drin haben wir irgendwelche Maschinen für, ja, Crew Only. Also Maschinen halt. Belüftung, Wasser etc. Ne? Was man halt so braucht. Auch hier wieder einiges mit privaten Bädern natürlich. Hier ab und zu auch mal wieder irgendwelche Locker, irgendwelche Stores und private
Ja, das sind es nicht. Das sind öffentliche Bäder und öffentliche Toiletten. Und ja, dann komme ich hier zum Treppenhaus zurück. Oben war ja Einstieg zum American Diner, wie ihr gesehen habt. Wenn man dann hier in diesem Treppenhaus noch ein Deck tiefer geht, kommt man zu diesem royalen Bereich hier, nämlich zum Ritz-Carlton. Das ist wieder ein Bereich, der aus dem Imperator kommt. Da haben wir auch noch diesen Bereich mit dieser Tür, da kommt man quasi zum Kabinengang, wo wir eben waren. Und dann halt hier in diesen Vorbereich und dann geht man hier rein und hat halt dieses Interieur, das ich ursprünglich für Pizzas Imperator gefertigt hatte. Wäre schön geworden, aber jetzt haben wir einen Imperator von LPH bekommen. Ist auch okay. Gut. Dann haben wir hier nochmal diesen Bereich in diesem Treppenhaus, im Imperator-Treppenhaus. Also wenn man hier vom American Diner auch runter will, kein Problem, kann man auch das Imperator-Treppenhaus nehmen. Kommt man hier unten auf dem E-Deck raus und kann dann direkt ins Ritz-Carlton. Hat hier hinten auch eine extra Bestellleiste, also quasi so ein Pult, wo dann auch die Kellner hingehen können und die Bestellung aufgeben können. Und dann wird hier auch über einen Lastenaufzug aus der unteren Küche, die ich extra neu eingerichtet habe, hat also eine eigene Küche, das Restaurant, wird dann hier quasi das Essen hochgebracht und dann an die Kellner übergeben und dann serviert. Man kann natürlich auch eine Treppe in diese Küche runtergehen, kommen wir später dazu. Früher, diese Küche, die hier war, war eine Beleidigung. Jetzt habe ich es mal richtig gemacht. So, und hier hinten haben wir dann noch einen weiteren Raum, das war das Starlight Casino. Haben wir vorhin schon mal einen kurzen Blick riskiert, jetzt mal richtig. Mit jeder Menge Spielautomaten, einem Münzschieber, da hat mich Philipp inspiriert. Jede Menge, ja, wo man halt Karten spielen kann, solche Tische. Oder auch mal hier Pokertische, die mit drin sind. Dart kann man hier spielen. Blackjack oder was auch immer das für Tische sind. Hier ist ein Roulette. Poker, wieder Blackjack oder irgendwelche anderen Spiele. Poker. Dann hier mal Billard kann man hier auch spielen. Mal was ohne Einsatz. Mal zum Spaß kann man hier auch herkommen und spielen. Dann haben wir hier noch eine Bar für Getränke. Und hier haben wir ein Croupier. Also letztendlich der, der die Jetons ausgibt, falls man hier um Geld spielt. Haben auch jeweils Stores, also der Croupier hat einen Store und auch die Bar hat hier nochmal eine eigene Pantry letztendlich, wo dann die Getränke gefertigt werden oder dann auch einfach auf Lager sind. Natürlich muss man hier aber auch durch Laufburschen das Ganze irgendwie versorgen, es hat keinen Anschluss zum Hauptlager. Und hier hinten haben wir dann wieder einen Crew-Bereich, dieser Crew-Bereich. Mal gucken, vielleicht habe ich das auch schon vorhin übersehen. Nee, habe ich nicht übersehen. Das ist tatsächlich so. Hier fängt der Crew-Bereich an. Mit diesen Crew-Kabinen. Also sie sind zweckmäßig eingerichtet. Kann man sich nicht beschweren. Gibt es schönere vielleicht für manche Leute noch von teilweise mit Holzschränken noch gewesen, wenn den Seeleuten, aber hier hat Spinte. Ich gehe in die Decke rein, da können wir mehr sehen. Es gibt in der Regel auch keine privaten Bäder und Toiletten für die Crew. Die müssen alle hier auf die öffentlichen Toiletten gehen, aber dafür gibt es halt auch reichlich. Ja, und hier hinten ist dann nochmal auch so eine Heckkabine, wirklich im hintersten Teil des Hecks nochmal drin. Ja, und da kriegt dann die massenhaften Vibrationen mit von den Asipods, die unten dran sind. Und dann gibt es hier noch so eine Haupttreppe, die wir jetzt nach unten gehen werden. Vom E-Deck aufs F-Deck. F-Deck, hier auch wieder gleiches Spiel. Stockbetten, möglichst viel. Hier gibt es dann einen Rundgang, ne, um diesen Heck hier. Dann haben wir noch Toiletten, beziehungsweise was ist das hier? Das ist erstmal ein Bad, keine Toilette, beziehungsweise doch, es ist eigentlich eine Toilette mit drin, aber auch halt Bad, also ein privates Bad quasi. Für jemanden, der halt mal ein privates Bad haben möchte, einfach reingehen, abschließen, fertig. Locker, nochmal irgendwelche Locker, das ist ein Store. Ja. Ja, ne? Also ich denke, ihr wisst, was jetzt hier gemeint ist. Der graue Boden sagt uns, wir sind im Crew-Bereich. Hier hat die Crew mal einen anderen Boden. Nämlich blau. Dieser blaue Boden ist auch so klassisch Titania. Habe ich mal so gelassen. Kabinen aber alle auf jeden Fall geupdatet. Auf der anderen Seite finden wir einen anderen Boden vor. Das ist ein Passagierbereich. Also hier ist überall Crew. Bis auf hier. Hier ist dann die Grenze. Hier ist ein Passagierbereich. Nochmal für die untersten Kabinen, die man hier im Passagierbereich finden kann. Auch mit Innenkabinen und allem drum und dran, wo man einfach nochmal diesen roten Boden kriegt, um nochmal ein bisschen royale Atmosphäre zu haben. Und hier vorne ist dann einfach noch der letzte Ausläufer des Imperator-Treppenhauses, der dann hier unten in diesen F-Deck-Bereich reinmündet. Das war es aber auch schon, ab hier kommt dann was anderes. So, hier sind überall Kabinen oder auch mal Stores. Diese Stores gehören aber schon zur Küche. Jetzt mache ich erstmal die Kabinen noch fertig. Hier ist dann ein anderer Bereich, und zwar ist hier der Crew-Pub. Ein Pub für die Crew, wo man Musik hier auflegen kann.
im Computer hier auch irgendwas machen kann. Und dann, ja, einfach zum Pause genießen. Das ist natürlich sehr klein für diese Crew, aber die Crew ist ja meistens noch am Arbeiten. Gut, dann haben wir hier noch diesen Küchenbereich, der sich jetzt hier anschließt. Da habe ich einige Kabinen weggemacht, um diesen Küchenbereich zu zaubern. Mit einer Scullery, also wo man aufwäscht, in diesem Bereich, wo man halt zum Ritz-Carlton hochgeht. Ja, direkt im Ritz-Carlton hier. Dann haben wir hier natürlich wieder Speisen, die zubereitet werden in dieser Küche. Man hat auch natürlich eine Durchreiche dieser Speisen für die Crewmesse. Das heißt, die Crewmesse wird über diese Küche mitversorgt. Diese Küche muss auch über Laufburschen wieder versorgt werden. Also da wird man dann ab und zu, wenn man Passagier wäre, würde man sehen, dass dann Küchen versorgt werden müssen. Ist einfach so. Eine Salatpantry haben wir hier wieder. Tools, also alle möglichen Messer, Gabeln etc. pp. Dann haben wir hier wieder einen Store, einen Kühlstore mit Fleisch, Silberbesteck, Glas und nochmal verschiedene Stores. Nee, jetzt raus in die Crewmesse. Ich finde die ist auch ganz nett, mit roten Vorhängen, roten Boden, ist auf jeden Fall anregend, kann man auch als Aufenthaltsraum nutzen, wenn gerade nicht gegessen wird. Ja, setzt man sich vielleicht auch zum Essen irgendwo hin, hier so in eine Ecke und auf der anderen Seite sind Leute, die einfach nur rumsitzen und Spaß haben. Dann hier auch nochmal so eine Getränkestation. Und jetzt sind wir wieder in einem Passagierbereich. Und zwar auf dem F-Deck hier, da kann man quasi als Passagier rausgehen, wenn man muss. Also wenn man hier zum Beispiel unten eincheckt, wenn man gerade halt eine niedrige Gangway benutzt hat, checkt man unten ein. Früher war das der zweite Klasse Check-In hier, aber jetzt mittlerweile ist es natürlich insgesamt Passagier-Check-In. Wird nicht besonders oft benutzt, wird gerne aber auch benutzt, wenn man mal vielleicht so ein bisschen tendert. So als Tender-Zone, wo dann der Tender hier vorfährt, wobei das ein bisschen tief ist, dann müsste man auf dem Tender draufsteigen wahrscheinlich, das wäre auch nicht so gut. Ja. Ne? Gibt es keine Fragen und dann ist hier wieder direkt der Crewbereich. Das heißt, hier kreuzen Passagiere den Crewbereich. Hier ist auch direkt die Crewmesse. Manchmal stehen die Türen noch offen. Also kann man hier mal die Crew mal auf jeden Fall einen kleinen Blick riskieren. Die Lampen hier auch ausgerichtet nach diesem Separé hier für die Leute, die da was machen. So, ich steige jetzt wieder etwas empor. Dann sehen wir wieder die Innenkabinen und auch die Außenkabinen für die Crew. Wieder in Blau. Und jetzt kommen wir schon zu dem nächsten abgeschotteten Bereich, und zwar dem Spa-Bereich. Sieht erstmal fruchtig aus, hier ist ein Massagebereich. Also verschiedenste Massagebereiche gibt es hier, unterschiedliche Styles, unterschiedliche Anwendungen natürlich auch. Nicht überall gibt es die gleichen Massagen. Muss man sich an der Rezeption informieren, die es hier gibt. Die Music Wave Therapie, also Musikwellen, Alpha- oder Beta-Wellen, wie die Dinger heißen, oder Gamma-Wellen. Dann haben wir hier Essential Oil, also ätherische Öle-Therapie. Auch mit Musik teilweise und hier kommen die ätherischen Öle, wird da einbalsamiert. Die Thai-Massage, für die es aushalten. Die russische Massage, für die Thai-Massage aushalten, die halten auch die russische Massage aus. Dann natürlich Stores, um noch ein bisschen was zu lagern. Dann haben wir hier Umkleidebereiche. Und ein Cooling Room, der sehr an der Titania orientiert ist, mit diesen Erzdingern, die ich da eingebaut habe, diese Verzierungen. Eine Waage hat man hier. Kann man sich mal wiegen, wenn man Bock drauf hat. Und dann hat man hier halt diese Liegen. Kann auch massiert werden. Ist halt ein Cooling Room. Dann hat man hier noch dieses Sports Field, also in den Spa-Bereich. Da muss man durch, wenn man zum Sportfeld will. Ja, Basketball wird hier gespielt. Oder auch mal hier so auf die Stangen, sich dann hier oben drauf gesetzt. Sport gemacht. Irgendwas. Ist das hier, das weiß ich nicht mehr so genau. Kann man sich auch einfach mal hinsetzen, beim Sport zusehen. Für irgendwelche Sachen gibt es hier auch, aber hauptsächlich halt Basketball. Für die, die es mögen, bitte sehr. Dann gibt es hier die Spa-Rezeption. Die vermittelt einem dann Termine für die Massagen oder ähnliches. Hier gibt es dann nochmal einen Massageraum mit mehreren Liegen. Hier gibt es diesen Bereich, den ich vorhin gezeigt habe, wo man quasi aus diesem Korridor hier runterkommt. Ja, man geht hier so rum offensichtlich. Hier gibt es dann nochmal ein Schild, ja, F-Deck, dass man weiß, wo man ist. Und natürlich auch nochmal Bereiche, wo man sich einkleiden kann oder halt umkleiden kann. Das Dampfbad gibt es hier. Hier jetzt auch Klappen, die kann man aufmachen, dann hat man hier das Bullauge. Aber es ist natürlich nicht mal so gut, wenn man hier Dampf hat, dann beschlagen die Bullaugen. Deshalb, man kann das nutzen, das Bullauge muss es nicht benutzen. Dann gibt es hier ein elektrisches Bad, auch mit diesem Fenster angehaucht, wie der Olympic-Klasse, ne? Um ein bisschen klassisch Spa-Action zu genießen. Dann gibt es hier einen Yoga-Raum. Oder auch einfach einen Gymnastikraum. Ähnlich wie der Yoga-Raum, nur ein bisschen weitläufiger, um einfach sich auch dehnen zu können.
Dann haben wir hier Sauna. Wieder mit diesen Klappen für die Bullaugen. Wird halt ziemlich heiß hier drin. Gut, und dann haben wir hinten die oberen Ränge des Theaters. Theater ist nahezu so geblieben, hab das Holz ein bisschen repariert. Bisschen hier auch Treppen angepasst, so kleinere kosmetische Sachen nicht mehr. Dann sind wir auch schon in der Lobby vorne wieder. Das ist quasi der Bereich, wo dann diese kleineren Treppen halt hier, diese klassischen Treppen runterführen. F-Deck, kann man noch mit dem Aufzug hinfahren. Hier vorne ist der letzte Imperatorraum, glaube ich, nämlich das Imperatorbad. Ladies Entrance, und es gibt auch einen Gentleman Entrance. Wir können ja durch den Gentleman Entrance, weil halt hier einfach die Umkleiden sind. Hier gibt es die Herrendusche, hier gibt es aber auch natürlich die Schließfächer. Hier gibt es eine Toilette für die Gentlemen, was man immer muss. Hier gibt es aber auch nochmal eine Gentleman-Dusche. Es gibt mehrere Duschen hier, ja. Das gleiche gibt es halt drüben für die Ladies. Hier gibt es einmal Ladies-Shower. Und hier gibt es auch einen Ladies-Shower, der aber nicht beschriftet ist. Also hier so ein kleiner Baufehler. Dann haben wir hier halt mal das Imperatorbad geupdatet, die Wände mal geupdatet, alles mögliche mal geupdatet, den Boden auch, die Liegen. Ich bin jetzt hier gerade nur auf den oberen Rängen unterwegs. Aber ihr seht schon, das ist halt einfach das Imperatorbad. Ja, das ist damals für Pisas Imperator entworfen hatte. Dieses Schiff hat halt unglaublich von diesem Interieur profitiert. Das ist der Wahnsinn. So, wieder mal Crewbereich. Wir haben es ja vorhin schon gesehen. Ein Deck tiefer ist halt dann das F-Deck. Hier ist dann auch eine Sperre zum Frachtraum. Nochmal hier ein paar Kabinen für die Crew. Die sind noch nicht beschriftet, da kann alles Mögliche drin sein. Je nachdem, wer halt gerade eine Kabine braucht. So, dann gehen wir auch schon Deck tiefer, nämlich zum oberen Frachtraum. Einige Kisten geladen. Gibt auch noch ein weiteres Deck Frachtraum und danach gibt es unten noch mehr. Hier gibt es dann noch diese Notausstiege. Und hier hinter ist halt dann das Imperatorbad nochmal, das auch über einen Notausstieg verfügt für die Crew, die hier unten einfach arbeitet. Wenn da irgendwas sein sollte, ist das wichtig. Ja, wieder mit Leuchten natürlich. Erstmal ein bisschen geupdatet hier, dass das mal dem heutigen Baustandard entspricht. Hier hinten haben wir dann eine Wäscherei, die Laundry. Ja, hier schon, liegt auch schon Wäsche. Mit großen Waschmaschinen teilweise auch, oder auch kleineren Waschmaschinen. Und diese Laundry, die hat zum einen natürlich den Crewzugang, da wird dann einfach die Wäsche zusammengesammelt, halt insgesamt im Schiff. Und über die Aufzüge teilweise dann hier wird man Aufzug kurz gepachtet und dann mal die Wäsche runtergefahren. Und hier gibt es sogar noch eine Customer Area. Das ist quasi so eine Art Kundenbereich. Hier, wo man auch mal so Wäsche ausgestellt hat, die man quasi schon gewaschen hat für die Kunden. Da kann man quasi über diese Treppen hier auch nochmal runtergehen, wenn man nicht gerade zum Imperatorbad will. Und hier dann in der Wäscherei mal sich hinstellen und mal was zur Wäscherei geben. Vielleicht irgendwas, das man persönlich mal gewaschen haben möchte für einen besonderen Galaabend. Hier ist dann wieder ein Crew Only, also manchmal ist es auch hier wirklich Passagiere und Crew laufen hier gemeinsam rum. Dann haben wir hier Online-Café, wieder nett mit dem Fenster. Ja, modern eingerichtet halt, Computer, was will man mehr? Für alle, die jetzt hier nicht in der, nicht im Netzwerk, WLAN-Netzwerk des Schiffes drin sind, die können dann hier ins Online-Café gehen. Habe ich wenigstens noch da, falls man es braucht. Und dann haben wir hier hinter das Theater. Einstieg gibt es auf den oberen Rängen, haben wir ja schon gesehen hier, ne? Einstieg vom Theater. Ist von außen nicht gekennzeichnet, aber wenn man das einmal weiß, dann ist das okay. Und hier unten ist dann der Crew-Only-Bereich. Auch ein bisschen besser geworden. Da haben wir jetzt einmal den Backstage-Bereich natürlich. Also hier haben wir erstmal die Bühne mit Nebelmaschinen, mit Lautsprechern, mit diesen Lichtern hier auch, mit einem digitalen Bildschirm, wo man einfach was einblenden kann, irgendein Hintergrundbild. Da haben wir natürlich klassisch gehalten. Also es ist jetzt keine Bühne, die man jetzt mit Schiffen von Royal Caribbean vergleichen kann. Das ist halt eine notdürftig eingerichtete Bühne. Hier war früher halt mal was ganz anderes. Irgendein Nonsens war da. Und dann haben wir halt hier Props, also Kulissen, Baum, Burgmauern und auch andere Sachen, auch teilweise in Kisten verpackt. Hier hat man einen Pausenbereich mit Lektüren, so Zeitschriften. Für die Leute, wenn man gerade nichts zu tun ist. Dann hat man hier natürlich noch einen Kaffeebereich, ne, Kaffeemaschinen, auch so einen Pausenbereich. Hier ist das Make-up, die Maske. Hier die Maske aufgesetzt. Letztendlich werden die Leute hier angepinselt. Dann haben wir die Costumes. Viele Kostüme in Regalen, in Schränken oder auch mal so ausgestellt. Für die Bühnenshows. Manchmal bringen die Leute natürlich auch, wenn man Künstler anwirbt, bringen die ihr eigenes Zeug mit, dann kann man das hier mit einlagern.
Gut, und hier haben wir nochmal Props, also Kulissen halt. Dahinter kommt man auch aus den Costumes raus, hat man wieder diesen Crew-Bereich. Und jetzt geht's weiter mit den Kabinen für die Crew. Und die haben das mal richtig, richtig luxuriöse Kabine mit blauem Boden und sowas. Also es ist richtig nett hier unten. Da können alle möglichen Leute Platz nehmen. Natürlich auch wieder mit öffentlichen Toiletten, weil das war teilweise aber sogar auch drin, dass die private Bäder haben. Das geht teilweise sogar. Also hier ist die Crew wirklich luxuriös versorgt. Hier sind die höheren Crew-Mitglieder. Chef-Stewards, sonstige Leute, die halt irgendwo was Höheres zu tun haben, Zahlmeister und sowas, sind alle hier. Also Lagerräume ab und zu, ne? Was haben wir sonst noch? Irgendwas Interessantes vielleicht? Maschinen, mehr von diesen Kabinen. Hier ist dann nochmal ein Crew-Bereich, so ein Aufenthaltsbereich, klassisch Titania, die hat ja auch hier in der Nähe so einen Aufenthaltsbereich, habe ich hier nochmal gemacht. Und ja, hier gibt es dann auch nochmal einen Weg, einen Korridor, der an diese Tür angrenzt. Und hier ist wieder eine Mischung aus Crew und Passagieren, weil ihr seht, hier endet dieses ehemalige zweite Klasse-Treppenhaus. Drüber war ja noch dieser Bereich, wo man dann so rauskommt oder reinkommt. Und hier unten ist quasi auch so eine Getränkestation für die Klasse und dann gibt es hier den Conference Room. Konferenzräume mit Beamern, mit natürlich auch Belüftung. Leider keine Bullaugen mehr, wir sind schon ziemlich tief, wir sind eigentlich fast unter Wasser. Und dann hier noch so ein Laptop, kann man auch so einen eigenen Laptop mitbringen. Und hier sieht man kaum, aber es ist eine weiße Fläche, das ist quasi so ein Whiteboard. Da kann man auch hier aus Schubladen irgendwie so Whiteboard-Stifte rausziehen und kann dann hier auch ans Whiteboard unten mal Sachen ranstrahlen mit Hilfe des Beamers. Also man kann hier Vorträge halten, wann das mal der Fall sein sollte. Man kann die Räume reservieren an der Rezeption, am Purser's Office. Vielleicht ganz nett, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, die das cool findet, keine Ahnung. Oder mit Geschäftsleuten, wer macht denn? Na gut, manchmal machen auch Betriebe ja eine Betriebskreuzfahrt. Das gibt's durchaus und dann braucht man sowas vielleicht. Wenn zwischendrin irgendwas bekannt geworden ist oder wenn man mal was planen muss. So, ich glaube, jetzt muss ich mal wieder das Wetter überzeugen. Hier sind immer noch Crew mit privaten Bädern. Und zwar sind hier die Elektriker. Das sind erstmal Chief Engineer, Chefingenieur, ein großzügiges Bad, großzügigen Bereich hier. Hier ist der First Engineer. Das sind halt die ganzen Ingenieure hier. Also hier ist dann Second Engineer, Third Engineer. Third Engineer nochmal, also mehrere dritte Ingenieure. Auf der anderen Seite, also hier ist es auch wieder so zu Maschinen. Hier gibt es dann auch den Engineers Hatch letztendlich. To Engine Room, da kann man dann hier herabsteigen als Ingenieur in den Maschinenraum. Und dann gibt es auf der Seite nochmal was. Second Engineer nochmal. Assistant Chief Engineer, nochmal ein Second Engineer, nochmal ein Third Engineer, nochmal ein Third Engineer und ab da ist auch der grüne Boden weg, also grüner Bogen ist für Ingenieure und ab da ist halt wirklich dann für Crew aller Art. Air Ventilation ist hier unten viel drin, jetzt gibt es halt hier hauptsächlich Crew-Kabinen, ihr seht das. Ändert sich auch nichts. Jetzt ist man dann halt irgendwann auch mal wieder hinten in dem Bereich, im Treppenhaus. Oben war F-Deck. Ihr erinnert euch, da sind wir vorne runtergekommen. Von der Bar aus. Bar im Casino. Und hier ist dann, ja, das sind nochmal öffentliche Toiletten für die Männer und die Frauen unter der Crew. Und hier hinten ist dann, weil ich nicht wusste, was sie machen sollen, nochmal so eine Crew-Lounge drin. Die einfach im Heck sitzt. Wenn man den Bereich einfach nicht braucht. Hier ist nochmal die gleiche Getränkestation wie vorne bei den Passagieren im Treppenhaus. Bei den Konferenzräumen. Okay, und jetzt können wir eigentlich schon fast einen Deck tiefer gehen. Da sind wir in einem sehr dunklen Bereich, weil der Bereich hier hinten einfach nicht gebraucht wird. Deshalb ist er nicht ausgeleuchtet, kann man nur fast mit einer Taschenlampe hingehen. Das hier sind die Azipod-Motoren. Habe ich sogar von irgendeiner technischen Zeichnung abgekupfert. Hier hinten auch so ein Notfallausgang, der mit einem Gang hier rauskommt. Aber das ist egal, kann man ja drum rumlaufen. Jede wasserdichte Abteilung braucht einen Notausgang. Und hier sind halt die ganzen Azipod-Motoren. Die sind ja auch drunter, wir können mal durchgucken. Hier sind die Azipods. Drei Stück, sind alle drei drehbar, für maximale Manövrierbarkeit. Früher waren es mal vier Azipods, das war mir dann aber irgendwie auch zu viel. Ist ja nur ein Kreuzfahrtschiff. Und natürlich auch diese herrlichen Lampen hier, diese Notlampen. So, schon mal ein kleiner Einblick in den Maschinenraum. Hier hinten ist auch wirklich nur Azipod-Technologie. Ihr seht auch schon die Energieleitungen für diese Motoren, die gehen hier auch dann weiter weg. Also das ist wirklich nicht... Ne? Hier ist noch irgendeine andere Leitung, die irgendwie rausführt. Das ist, glaube ich, eine Pumpe. Falls sie mal voll läuft, kann man den Bereich auspumpen. Aber gut, jetzt sind wir wieder in diesem Bereich. Da gibt es sehr viele Stores für
Ingenieure, für Elektriker. Hier ist noch ein technischer Store, mal auch ein Schräubchen, eine Glühbirne, gibt's alles hier. Alles, was man hier irgendwo mal so Reparaturen benötigt. Machinery Store, Store irgendwas, Workshop, hier ist meine Werkstatt. Dann haben wir hier nochmal was, Machinery, eine Maschine, hier gibt's irgendwas mit Wasser. Dann haben wir hier Engineers Workshop. Hier haben wir den Engineers, die Engineers Lounge, eine Lounge extra für die Ingenieure nochmal. Hier haben wir das Studio, wo man auch mal die Titania News aufnehmen kann für das bordeigene Fernsehen mit einer Kamera und allem drum und dran. Ne? Ja, geht alles. Dann haben wir hier nochmal den Locker. Da kann das Studio noch Sachen einlagern, die sie brauchen. Hier sind auch Maschinen drin, irgendwelche Maschinen halt. Und dann haben wir hier, Eismaschinen. Also sind wir schon im Provianttrakt. Dann haben wir hier Mehl. Genauso aber auch Fleisch, ne, irgendwelche Regale, also dann halt Butter, Käse, Bacon, also Speck, Game, also Wildfleisch, Hühnchen, dann Auftauraum, da haben wir dann nochmal Kartoffelraum, da haben wir Tabak und Zigarren, Zigaretten notfalls, Empties, also Leergut, dann haben wir hier Getränke, hier haben wir nochmal so einen Notausgang aus dem Maschinenraum. Dann haben wir hier nochmal was. Wasser, Bier, Groceries and Canned Goods, also Haushaltswaren und Konserven. Hier ist übrigens auch diese nette Bahn, dazu komme ich gleich noch. Hier weiter hinten gibt es noch Fisch, Früchte. So, Obst, Blumen, was gibt's noch so? Butter waren wir schon. Eier, Meat, also wieder Fleisch, ein Kühlraum, Eiscreme. Ja, und das war's ziemlich. Dann gibt es hier wieder einen Notausstieg. Und hier drin ist der sogenannte Weinraum. Das ist Weinlager, Barrikfass geladen und so ein Zeug. Ne? Also teure Weine werden hier teilweise auch angeboten. Ihr seht es auch schon hier leicht, das ist ein Hoist. Das ist der Haupthoist bis hoch zum à la carte Restaurant, über aber auch natürlich das Hauptrestaurant. Hier unten ist das zentrale Lager. Und damit man aber, weil man hier nur eine Ladeluke ganz vorne im Bug hat, damit man es nicht so schwer hat, diese ganzen Güter hier dann auch zu verfrachten, gibt es hier die Betriebsbahn. Das sind quasi Loren, die kann man dann hin und her schieben. Also nicht, das muss man schieben tatsächlich auf einer Schiene, das ist ähnlich wie im Bergwerk. Und dazu werden wir noch kommen, wenn wir uns weiter vorarbeiten. Hier gibt es wieder Crewkabinen natürlich, jede Menge Crewkabinen. Auch hier wieder Stores und Crewkabinen. Wir können das hier mal kurz überfliegen. Crewkabinen überall. Auch hier vorne nochmal Crewkabinen. Auch hier seitlich nochmal. Die Crew hat hier ein komplettes Deck für sich, kann man sagen. Hier ist die Treppe, die aus dieser Lobby nochmal runterführt. Und dann hat man hier vorne quasi auch immer die wasserdichten Schotten, unterbrechen natürlich dann im Realfall diese Gleise, ist logisch. Diese wasserdichten Schotten mussten hier natürlich anders organisiert werden, die klappen dann so diese Öffnung rein, dass hier halt die Schiene nicht beeinträchtigt wird erstmal, während die offen stehen. Und dann kommt man vorne in diesen Lagerbereich so rein. Auch mal so ein kleiner Lagerbereich, auch mit einem Pool-Dings da, also mit Poolmaschinen, um einfach den Pool nur fast beheizen zu können. Auch Pumpen für Pool. Und dann haben wir hier vorne halt die Ladeluke. Und hier wird dann quasi, teilweise wird auch die Reling hier entfernt, dann kann man hier direkt von der Palette runter kommissionieren in diese Wägen, wo einiges reinpasst und die dann nach hinten schieben. Und ja. Dann haben wir hier vorne natürlich noch einen Lagerbereich. Jetzt ohne Schotte, weil eine Schottwand, ne, bringt hier halt nichts mehr. Und jetzt gehen wir einen Deck tiefer, würde ich sagen. Und dann sind wir hier auch schon wieder in diesem legendären Titania-Bereich, wo man dann das Taucher dann hier so raufgehen kann und dann hier einsteigen kann. Und dann geht es hier in die Bugstrahler rein. Das war ja ursprünglich mal zur Wartung gedacht. Man hat ja auch noch einen Kanal zwischen den Bugstrahlern. Hier, seht ihr, kann man durchtauchen notfalls. Natürlich macht man das nicht während der Fahrt, sondern das macht man im Hafen, wenn die Bugstrahler nicht gebraucht werden und wenn das Schiff stillsteht. Dann kann man direkt hier einsteigen, um das zu warten oder irgendwas zu reparieren. Kann man natürlich theoretisch auch von außen machen. Dann gibt es hier einmal für die Bugstrahler die Maschine. Die ist auch verbunden dann über diese Stromleitung.
Dann gibt es hier neue Gabelstapler, und zwar diese typischen Handgabelstapler, nicht mehr diese großen. Denn das passt auch da gar nicht mehr so richtig durch die Schotte durch hier. Und das ist jetzt eine Shop-Tür hier, eine andere mit Notlampe. Und da müssen ja die Gabelstapler noch durchpassen. Meine preisgekrönten Pfingstrosen sind wieder mit an Bord. Auch so andere Sachen. Der Kontrabass ist wieder mit an Bord. Irgendwie Truhen, aber es ist ja eigentlich auch ein Kreuzfahrtschiff. Also da kann man zwar noch Fracht verfahren, aber das wird nicht mehr. Das ist erstens teuer und zweitens ist das nicht mehr so rentabel. Hier ist die Stromleitung für die Bugstrahler. Nur um euch nochmal dran zu erinnern. Und hier sind dann erste Maschinen, Pumpen. Und hier sind Maschinen, die mich jetzt nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube, irgendwelche Filter, irgendwelche anderen Maschinen, die halt was mit dem Treibstoff, nämlich mit Diesel zu tun haben. Das hier ist nämlich Diesel. Diesel ist gelb, richtig. Hier ist nochmal was ich jetzt auch nicht mehr so richtig weiß. Ich glaube, auch noch eine Pumpe. Ja, das ist eine Pumpe, weil die ist ja an der Treibstoffleitung mit dran. Die Treibstoffleitungen gehen natürlich dann zu den Maschinen. Gut, nächste Abteilung hat auch nochmal Tanks, also riesige Treibstofftanks. Auch dann diese Dinger hier sind interessant, da kann man mal reingehen. Ihr seht jetzt nichts. Okay, gehen wir halt nicht rein. Da sind Stabilisatoren drin. Und zwar sehen wir haben hier nicht nur wie auf der France auch Schlingerkiele gebaut, die das Schiff stabilisieren, sondern es sind auch noch so Klappen hier. Die sieht man leider jetzt im Shader nicht. Könnt ihr ja privat mal angucken. Diese Klappen sind quasi, kann man aufmachen und dann können da Stabilisatoren ausgefahren werden. Das sind quasi die Motoren für die Stabilisatoren. So, hier auch nochmal Treibstoff. Dann ist man hier auch schon in diesem Raum. Im Hauptmaschinenraum, wo der Engine Control Room hier unten ist. Also da gibt es quasi noch diesen Aufstieg. Da ist man quasi im Crew-Bereich jetzt hier und dann hat man hier den Hauptkorridor mit der Bahn. Genau, das heißt, man muss dann sich als Crewmitglied merken, hier rein, dann to Engine Room, hat man diesen Raum und dann läuft man hier runter. Und dann wird es ja auch schon laut in dem Raum da oben. Dann klettert man hier noch runter und dann ist man hier im Engine Control Room mit den Computern und anderen Schaltern. Und dann hat man hier quasi diese Maschinen, die ich 1:1 von der AIDA übernommen habe. Ist auch alles hier ausgeschildert, das sind alles Linz-Engines. Allerdings ist es in einer anderen Farbe, alles in grün gestrichen. Ich habe dann hier auch nochmal so eine Umspanneinheit. Es sind ja mehrere Maschinen als Azipods. Und hinten kommen quasi dann die Leitungen raus für die Turbinen, an denen die Azipods hängen. Also an denen jetzt nicht Azipod-Leitungen hängen. Hier haben wir auch noch weitere nette, also die ganzen Notausgänge über diese großen Lüftungsschächte, die mal Schornsteinschächte waren. Ist ja auch alles angeschlossen, also man kann jederzeit raus, wenn man irgendwas ist. So, hier wieder Linz-Engines, einiges an Linz-Engines, auch hier wieder Pumpen, eine ganze Menge, irgendwelche Sicherungen, Turbinen, die mittlere Einheit hier ist irgendeine, was das für eine Maschine ist, ich wusste das, weil sie das gebaut haben, aber besser. Ich glaube, es ist auch irgendeine Art Turbine, oder auch nicht. Auf jeden Fall zwei Turbinen hier, da kommen schon mal zwei Azipod-Leitungen. Wieder Stabilisatoren, die sind hier nochmal, dann Wasserwerk, also hier ist quasi ein Wassertank für Frischwasser, genauso für so einen Klärtank halt, und dann hier so Filtereinheiten. Teilweise kann man hier auch Meerwasser zu Leitungswasser machen. Ja, ne, braucht man. Dann sind hier nochmal ein paar technische Einheiten. Hier ist dann nochmal eine Turbine für den mittleren Azipod, auch alles bei Linz Engines. Und hier hinten stehen halt auch die Ingenieure, wenn die da oben runterkommen, stehen die erstmal so da, so was ist hier los. Und dann geht man hier hinten letztendlich durch die Abteilung durch und dann zu den Azipods. Die Azipods haben übrigens die Schiffsschrauben der France bekommen, also die gleichen. Das Schiff hat sozusagen einiges von der France bekommen, auch die Bugstrahler haben neue Schiffsschrauben, also neue Schrauben, halt neue Propeller. Wurde also mal von Grund auf geupdatet alles. Gut, das war jetzt der Rundgang. Hat ein bisschen gedauert, aber ich denke mal, es hat sich gelohnt, das alles mal zu zeigen. Dann habe ich wenigstens mal zeigen können, was ich alles gemacht habe. Also quasi das ganze Schiff neu eingerichtet. Und jetzt haben wir auf jeden Fall die Titania noch sehr lange, weil das hält jetzt erstmal ein Stück. Ja, ich weiß noch nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich denke, es wurde euch halbwegs ein Eindruck vermittelt. Schiff gibt es zum Download jederzeit, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich kann mich von euch wieder verabschieden. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, Leute.